So, dann bitte ich alle Platz zu nehmen, damit wir beginnen können. Guten Morgen, liebe KollegInnen, liebe Gäste, liebe ZuschauerInnen. Ich begrüße Sie alle. Sobald hier Ruhe eingekehrt ist, begrüße ich Sie alle. Ich begrüße Sie alle zu unserer heutigen 27. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Für den Senat begrüße ich Herrn Senator Gäbler. Zu Beginn zunächst der Hinweis, dass diese Ausschusssitzung live auf der Homepage des Abgeordnetenhauses als Stream übertragen wird und auch im Nachgang der Sitzung über die Seite des Hauses abrufbar ist. Ich stelle darüber hinaus fest, dass die Presse nach § 4 der Hausordnung der Präsidentin Bild- und Tonaufnahmen anfertigen darf. Ihnen liegt die Einladung der Tagesordnung vom 9. November 2023 vor. Gibt es Anmerkungen zur Tagesordnung? Bitte, Herr Kollatz. Guten Morgen. Wir möchten gerne den Tagesordnungspunkt Diskussion über die Bauordnung um eine Sitzung schieben. Gut, es besteht der Antrag auf Vertagung des Tagesordnungspunkts 3a und b. Dann ist Herr Otto, hat das Wort. Ja, schönen guten Morgen allerseits. Das war ja im Vorfeld schon bekannt gemacht worden. Wir haben Verständnis dafür, so eine Koalition hat es ja auch ein bisschen schwerer. Man kann das bestimmt nachhören. Ich möchte aber zwei Anmerkungen doch hier hinterlassen. Erstens, das darf nicht dazu führen, dass wir im Plenum keine ordentliche Debatte haben, falls wir in diese Haushaltssitzung reinrutschen mit der Bauordnung. Bitte Sie zu überlegen, wie man das lösen kann. Entweder wir machen es dann im Januar oder es muss in dieser Haushaltsplenarsitzung ordentlich Raum dafür sein. Zweite Bemerkung, das bringt natürlich allen die Zeit, unseren wunderbaren Änderungsantrag zu studieren. Ich würde insbesondere die Koalition dazu auffordern, den durchzuarbeiten und dann auch einzuarbeiten, vielleicht in ihre Vorlage. Danke sehr. So, können wir Einvernehmen dazu erstellen? Dann muss ich nicht abstimmen lassen. Gut, dann vertagen wir einvernehmlich den Tagesordnungspunkt 3a und b und gehen jetzt über in die Tagesordnung. Und ich rufe auf Punkt 1 der Tagesordnung, die aktuelle Viertelstunde. Da hat als erstes die AfD-Fraktion eine Frage eingereicht. Möchten Sie die bitte stellen? Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ich frage den Senat, welche Planungsziele verfolgt der Senat im Stadtentwicklungsgebiet Karow Süd bezüglich der bisher angestrebten maximal 3.500 Wohnungen? Angesichts von Presseverlautbarungen diese Zahl auf bis zu 5.000 Wohnungen hochzusetzen. Herr Senator Gäbler, ich gebe Ihnen das Wort. Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete, Herr Abgeordneter, aufbauend auf den Ergebnissen der bezirklichen Rahmenplanung für Karow Süd hat die Senatsverwaltung im Sommer 2021 ja die Projektübernahme vollzogen und dann eine ergänzende Machbarkeitsstudie beauftragt. Aufgrund des dringend benötigten Wohnraums in Berlin mit dem Ziel eines flächen- und ressourceneffizienten Bauens hatte die sogenannte Dichte-Studie dann die Aufgabe einer Erhöhung der städtebaulichen Dichte ohne erhebliche Auswirkungen auf die Flächenbedarfe und die Versorgung mit sozialer und grüner Infrastruktur in den drei Teilgebieten des Untersuchungsraums Karow Süd an der Lage und Straße 52 und am Teichberg zu prüfen. Und im Ergebnis wurde ein Potenzial von bis zu 4.900 Wohneinheiten dort ermittelt und damit ein Mehr von bis zu 1.500 Wohneinheiten gegenüber der bezüglichen Rahmenplanung. Die Bewertung der Auswirkungen auch auf das Thema Verkehrsnetz erfolgt derzeit im Rahmen des Mobilitätskonzepts Karow Süd. Und für weitere Erkenntnisse, wie sich das auf
wie sich die Einwohner- und Bebauungsdichten auf den Ortsteil auswirken, sind dann zur Vorbereitung der städtebaulichen Entwicklung und der Bebauungsplanung weitere Fachgutachten in Planung. Und wir werden dann sehen, was an der Stelle konkret umgesetzt werden kann und soll. Wie gesagt, das ist das Potenzial und es ist natürlich unsere Aufgabe, angesichts des Wohnraummangels hier auch Potenziale auszuloten. Und im nächsten Schritt muss dann diskutiert werden, wie man sie ausschöpft und wie man das auch entsprechend untersetzt durch die Infrastruktur. Gibt es eine Nachfrage? Bitte schön. Ja, gibt es. Inwieweit verhindert der Senat hier einen sozialen Brennpunkt oder was hat er vorgesehen, um den zu verhindern? Herr Gäbler, bitte. Also soziale Brennpunkte machen sich ja nicht daran fest, wie viele Leute irgendwo wohnen, sondern ob die soziale Mischung stimmt und die soziale Infrastruktur vorhanden ist und auch die Anbindung. Und insofern wird der Senat wie auch an anderen Stellen natürlich darauf achten, dass er ein lebendiges, stabiles Quartier entwickelt. Und insofern sind Ihre Bedenken da jetzt aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar. Vielen Dank. Dann hat als Nächstes die Gelegenheit, Ihre Frage zu stellen, die Fraktion der Grünen. Bitte schön. Frau Schmidberg. Ja, schönen guten Morgen und vielen Dank. Sie haben ja meine Frage vorab bekommen. Es geht um die aktuelle Kooperationsvereinbarung zwischen dem Senat und den landeseigenen Wohnungsunternehmen, die ja eine Erhöhung der Bestandsmieten um jährlich 2,9% ab 2024 vorsieht. Inwiefern gilt denn diese Erhöhung durchschnittlich für das jeweilige Unternehmen oder bezieht sich diese Erhöhung auf die individuelle mietrechtliche Begrenzung der Mieterhöhung für die einzelnen Haushalte? Ich frage auch deshalb, weil heute in der Berliner Zeitung berichtet wurde, dass die Begrenzung jetzt auf 11% in 3 Jahren gelegt ist, was ja dann auch deutlich über den 2,9% wäre. Ich glaube, es wäre wichtig, dass die Mieterinnen und Mieter genau Bescheid wissen. Ja, Herr Gäbler. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete, Frau Abgeordnete. Die aktuelle Kooperationsvereinbarung schreibt die Regelung fort, die auch seit 2017 in der bisher gültigen Kooperationsvereinbarung steht. Und die sagt, dass die landeseigenen Wohnungsunternehmen bei Mieterhöhungen nach § 558 BGB sicherstellen, dass in Summe die Mieten für die Bestandsmietverträge um nicht mehr als einen vereinbarten Prozentsatz jährlich steigen. In diesem Fall sind es die 2,9%. Eine individuelle durchschnittliche Mieterhöhung macht irgendwie relativ wenig Sinn. Also insofern ist schon klar, wir haben immer gesagt, das ist eine durchschnittliche Mieterhöhung von 2,9%. Wir schreiben damit das fort, was auch unter früheren Hausleitungen und in anderen Koalitionen die Regelung war in der Kooperationsvereinbarung. Ich sehe deshalb da auch eine Fortführung des durchaus bewährten Systems. Wir haben das Ganze nochmal zusätzlich abgesichert durch die Absolutbeträge, die auch in der Kooperationsvereinbarung vereinbart sind, sodass auch, wenn im Einzelfall es mehr als 2,9% sind, der Absolutbetrag nicht überschritten werden darf. Das sind bei, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube bei 65 Quadratmeter sind es 50 Euro, also bis 60 Quadratmeter 50. Also die Regelung ist Ihnen ja zugegangen mit der Kooperationsvereinbarung. Es gibt die 3 Stufen. Und wir glauben, dass wir damit auch noch mal eine zusätzliche Absicherung haben, dass niemand über Gebühr belastet wird. Und wir haben eben darüber hinaus auch noch das Leistbarkeitsversprechen, was eben auch noch mal eine Schranke einbaut, wo niemand über Gebühr belastet wird und vor allen Dingen eben nicht über seine Leistungsfähigkeit, seine individuelle. Vielen Dank. Gibt es Nachfragen? Frau Schmidberger. Okay, dann habe ich oder interpretiere ich jetzt quasi Ihre Antwort, Herr Senator, richtig, dass die 2,9% sich nie auf den einzelnen Mieterhaushalt bezogen haben, anders als die frühere Kooperationsvereinbarung, die ja die 2 oder 4%, also 2% in einem Jahr Mieterhöhung oder 4% in 2 Jahren vorsah. Sie in der Öffentlichkeit, also in der Öffentlichkeit, wie wir genau über diese Grenzen auch diskutiert haben, unter anderem im Plenum. Das bedeutet, dass die Mieterinnen und Mieter sich jetzt auf eine Mieterhöhung von bis zu 3,7% pro Jahr einstellen müssen in den nächsten 3 Jahren. Nein, Entschuldigung. Herr Gäbler? Nein, das heißt es nicht, sondern es ist genau die Regelung, die Frau Lomscher mal mit der ersten Kooperationsvereinbarung auf den Weg gebracht hat. Die haben wir fortgeführt. Wir haben daran bewusst nichts geändert, weil wir genau Ihre Fragen dazu erwartet haben und können darauf verweisen, dass diese Regelung einfach fortgeschrieben wird. Und die 11% sind das, was wir zusätzlich vereinbart haben, weil es durchschnittlich 2,9% sind, auch einzelne Abweichungen geben darf. Die müssen sich aber in diesem Rahmen bewegen, zum einen 11% in 3 Jahren. Zum Zweiten müssen Sie diese Einzelbeträge im Blick haben.
Ich habe es jetzt hier bei bis zu 65 Quadratmeter maximal 50 Euro, bis zu 100 Quadratmeter maximal 75 Euro und bis zu 125 Quadratmeter maximal 100 Euro. Und Sie müssen das Leistbarkeitsversprechen im Blick haben. Und damit haben wir, glaube ich, eine gute Absicherung, dass es hier nicht zu übermäßigen Belastungen kommt und bewegen uns auch nach wie vor im Rahmen der bisher geltenden Kooperationsvereinbarung, die in einer Koalition, der auch die Grünen angehörten, mal auf den Weg gebracht worden ist. So, dann ist die nächste Fraktion, die eine Frage eingereicht hat, die Linksfraktion. Möchten Sie die Frage bitte stellen? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Das ist, schließt ja geradezu passend dazu an, weil Sie nun auch mehrere Male das Leistbarkeitsversprechen angesprochen haben, Herr Gebler. Wie wird denn der Senat sicherstellen, dass dieses sogenannte Leistbarkeitsversprechen tatsächlich auch von den Mieterinnen und Mietern in Anspruch genommen werden kann, die Anspruch darauf haben? Vor dem Hintergrund, dass wir ja nun wissen, dass im vergangenen Jahr zum Beispiel nur knapp über 100 Härtefallanträge bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen bewilligt wurden und es auch in den letzten Jahren recht spärlich auf diese Härtefallanträge gestellt und vor allem dann bewilligt wurden. Herr Gäbler, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete, Herr Abgeordneter. Genau deshalb haben wir den landeseigenen Gesellschaften gesagt, dass sie bei Mieterhöhungen in prominenter Platzierung, also nicht irgendwie auf der vierten Seite im Kleingedruckten, sondern in prominenter Platzierung, möglichst im Eingangstext auf das Leistbarkeitsversprechen hinweisen, dass sie auch entsprechende Ansprechpartner oder Anlaufstellen nennen, in denen das dann auch geklärt werden kann und dass sie auch sicherstellen, wenn diese Anfragen kommen, dass diese dann auch fachkundig und zügig beantwortet werden. Deshalb haben wir auch, das ist ja, glaube ich, auch schon irgendwo, deshalb haben wir, nachdem das nicht durchgängig der Fall war, gesagt, dass dann diese Mieterhöhungsschreiben so nochmal überarbeitet werden müssen und dass das in entsprechender Weise dann auch dort klargestellt wird. Das ist von den Gesellschaften erstmal in etwas unterschiedlicher Weise gemacht worden. Wir haben jetzt darum gebeten, dass es einheitlich, prominent so platziert wird, wie wir uns das vorgestellt haben. Gibt es Nachfragen? Herr Schenker, bitte. Also Herr Gieber, vor dem Hintergrund, dass es ja nun doch recht komplizierte Regelungen sind, also wir haben auf der einen Seite, haben wir jetzt gehört, diese 2,9%, dann gibt es irgendwie die 11%, dann gibt es nochmal diese absolute Grenze, dann gibt es irgendein Leistbarkeitsversprechen. Wenn ich mich jetzt mal hineinversetze in klassische Mieterinnen und Mieter bei landeseigenen Wohnunternehmen, die kriegen jetzt ja erstmal nur Mieterhöhungsverlangen, lesen vielleicht Pressemitteilungen des Senats oder andere Verlautbarungen, wahrscheinlich eher weniger, ehrlich gesagt. Deswegen doch nochmal wirklich die ernst gemeinte Frage. Wie stellen Sie denn jetzt sicher, dass Mieterinnen und Mieter bei den landeseigenen Wohnunternehmen jetzt nicht alle rumlaufen und sagen, wir fürchten 11% Mieterhöhung, weil das steht heute in der Zeitung, sondern doch einigermaßen wissen, worauf sie sich berufen können, was ihre Rechte sind und diese dann entsprechend auch gegenüber den Unternehmen zur Rechnung bringen können. Herr Gäbler, bitte. Also zum einen werden die landeseigenen Gesellschaften keine Mieterhöhungsverlangen stellen, die über die Vereinbarung hinausgehen. Das muss man erstmal so sagen. Also zu unterstellen, sie würden jetzt gegen diese Vereinbarung verstoßen, würde ich jetzt erstmal zurückweisen. Wenn Sie das machen würden, würden wir das sicherlich entsprechend sanktionieren. Insofern muss sich jetzt nicht jeder Mieter damit auseinandersetzen, was er dort berechnet. Wenn er Zweifel hat an dem Mieterhöhungsschreiben, dafür haben wir ja auch mit Ihrer Unterstützung im Haushalt die Mieterberatungsstellen in den Bezirken. Auch die Nachfrage bei den landeseigenen Gesellschaften ist natürlich möglich, weil bei allem, wo ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass das professionell gehandhabt wird, kann es an der einen oder anderen Stelle immer mal einen Berechnungsfehler geben. Das ist einfach auch im Computerzeitalter so. Und das Leistbarkeitsversprechen, dazu hatte ich gerade etwas gesagt. Und insofern weiß ich, dass es immer Befürchtungen gibt, ob irgendein Mieter seine Mieterhöhung nicht versteht oder nicht nachvollziehen kann. Deswegen haben wir ja auch gesagt, das Schreiben muss so überarbeitet werden, dass das eben an der Stelle auch erkennbar ist, welche Möglichkeiten dort bestehen, auch Sachen überprüfen zu lassen und vor allem dieses Leistbarkeitsversprechen einzufordern. Aber dieses Leistbarkeitsversprechen mit 27% Maximalbelastung des Haushaltseinkommens, das ist, glaube ich, etwas, wo die Gesellschaften eine deutliche Zusage gemacht haben, dass sie niemanden über Gebühr überfordern wollen an der Stelle. Und ich denke, das ist gut und richtig so. Und wird dann auch funktionieren. Da, wo es nicht funktioniert, muss dann halt nachgesteuert werden. Gut, vielen Dank. Dann
besteht jetzt die Möglichkeit für die beiden Fraktionen, die nichts eingereicht haben, CDU und SPD, mündliche Fragen aus aktuellem Anlass zu stellen. Besteht da ein Bedarf? Frau Eiden, bitte. Vielen Dank. Heute Morgen wurde das Monitoring zur Anwendung der Umwandlungsverordnung veröffentlicht und deshalb die spontane Anfrage heute, wie bewertet der Senat die Ergebnisse des heute Morgen veröffentlichten Monitorings zur Anwendung der Umwandlungsverordnung? Herr Gäbler, bitte. Also, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete, Frau Abgeordnete, wir haben ja im Jahr 2021 die Umwandlungsverordnung geändert. Damit ist dann auch, also zum einen hat es erstmal einen Anstieg gegeben, so eine Art Torschlussreaktion. Und danach sind die Zahlen deutlich heruntergegangen. Wenn wir auf die Zahlen von Genehmigung nach § 172 BauGB gucken, dann haben wir im ersten Halbjahr 2021 noch rund 10.000 Anträge gehabt, im zweiten Halbjahr 3.500 und im ersten Halbjahr 2023 waren es noch 40. Also von daher sieht man, dass da deutlich das, was die damalige Koalition auf den Weg gebracht hat, auch wirkt. Und für die Regelung nach 250 haben wir jetzt in den zwei Jahren, seit die andere Regelung gilt, jetzt noch 1039 Anträge, von denen dann auch nur 337 genehmigt wurden. Insofern glauben wir, dass in den Bereichen, die jetzt auch besonders geschützt werden sollten, das jetzt wirkt, in den anderen Bereichen auch, und dass wir damit eine gute Grundlage haben, um eben zu sagen, wir wollen diese Umwandlungswelle, die seit 2019 mal losgegangen ist, brechen, dass das durchaus erfolgreich ist. Wie gesagt, der Bericht ist jetzt online gestellt, die Pressemitteilung auch. Den Link haben wir dem Ausschussbüro jetzt nochmal zur Verfügung gestellt, damit das dann auch nachgehalten werden kann. Und insofern sehen wir auch bei den Umschreibungen eine Reduzierung auch bei denen nach § 250 BauGB, während es im vierten Quartal 2021 noch 6.530 Wohnungen waren, für die Umwandlung vollzogen wurden, waren es im vierten Quartal 22 nur 2.181. Gibt es dazu eine Nachfrage? Nein. Hat die CDU noch eine spontane Frage? Nein. Dann haben wir jetzt diesen Punkt abgeschlossen und gehen über zu Tagesordnungspunkt 2, und das ist der Bericht aus der Senatsverwaltung. Dann bitte ich den Senator für den Bericht. Genau, da hätte ich zwei Hinweise. Einmal haben wir das nächste Stadtforum tatsächlich. Sie haben, glaube ich, die Einladung auch schon bekommen oder gesehen und sich zum Teil ja auch schon angemeldet. Am 27. November abends im Umweltforum Berlin von 19 bis 21.30 Uhr Auftakt zu einer Themenreihe, die sich mit sichtbaren und unsichtbaren Infrastruktur der Stadt beschäftigen wird, weil wir halt feststellen, dass das Thema Infrastruktur natürlich für Stadtentwicklung ein sehr wichtiges Thema ist, dass wir sehr davon zehren, dass historisch auch dort weit vorausgedacht wurde und dass wir heute das Bewusstsein dafür schärfen müssen, dass Infrastrukturen auch immer auf lange Sicht geplant werden müssen und auch instand gehalten werden müssen. Wie wir das machen und wie wir auch für die Zukunft da weiter zusammen vorsorgen können. Wir beginnen mit dem Thema Wasser, was ja mit dem ganzen Bereich auch Regenwassermanagement, Schwammstadt und Ähnliches auch ein wichtiges Thema ist, was wir auch öfter hier und auch an anderer Stelle diskutieren. Die Einladung an Sie ist am 30.10. ergangen. Und wie gesagt, wir werden da, glaube ich, eine interessante Diskussion haben mit einem Fachpublikum, aber es ist natürlich jeder willkommen, der dort teilhaben will. Dann will ich noch ankündigen, die Präsentation der Phase 2 im Rahmen des wettbewerblichen Dialogs Stadteingang West. Stadteingang West haben wir ja jetzt einen Prozess gehabt mit einem Wettbewerbsverfahren, wo Planungsteams eingeladen wurden, dann nochmal die Zahl der Planungsteams reduziert wurde. Am 4. Dezember von 18 bis 21 Uhr sollen die verbliebenen vier Planungsteams ihre Arbeiten vorstellen und im Anschluss mit der Öffentlichkeit in Diskussion treten. Das findet im Hub 27 der Messe Berlin statt.
Und wie gesagt, dazu sind Sie herzlich eingeladen. Das ist jetzt die öffentliche Abschlussveranstaltung, die Dialogphase, das im letzten Herbst begonnenen Vergabeverfahrens im wettbewerblichen Dialog statt. Anschließend findet dann die Angebotsphase für den Städteplan, für den Stadtplanungs- und Masterplan statt. Und aus Vergaberechtsgründen kann dann erst nach Zuschlagserteilung bekannt gegeben, welches der Planungsteams mit der Bearbeitung betraut wird. Ja, das vielleicht die beiden Punkte für Sie jetzt hier zur Information. Gibt es Nachfragen zu dem Bericht des Senats? Nein, erstaunlich. Wunderbar, dann gehen wir weiter zum nächsten Tagesordnungspunkt. Der Tagesordnungspunkt 3, den haben wir eben einvernehmlich vertagt, das war die Bauordnung. Deswegen kommen wir jetzt direkt zu Tagesordnungspunkt 4. Da geht es um die Vorlage zur Beschlussfassung, Drucksache 19-1108, Änderung des Berliner Flächennutzungsplans, FNP, Berlin. Zu diesem Tagesordnungspunkt nimmt Herr Künzel, willkommen, aus der Senatsverwaltung teil und kann gegebenenfalls Fragen beantworten. Und dann bitte ich jetzt den Senat um die Erläuterung der Vorlage. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich empfehle, dass Herr Künzel hier kurz diese Präsentation macht, die noch mal darstellt, worum es eigentlich geht, und dass wir dann natürlich in die Diskussion einsteigen. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen heute die Flächennutzungsplanänderung 719 Lichterfelder Ringwald-Sassener Straße vorstellen zu können. Die Änderung wurde 2019 eingeleitet. Die frühzeitige Beteiligung hat im Mai-Juni 2019 stattgefunden. Die öffentliche Auslegung im vergangenen Jahr im Herbst und der Senatsbeschluss im August 2023. Mit der Vorlage zur Beschlussfassung bitten wir Sie um die Zustimmung zu dieser Änderung. Das Plangebiet liegt im Südwesten des Bezirks Tempelhof-Schöneberg und grenzt an die Gemeinde Großbeeren an. Ziel ist es, dort auf einem landeseigenen Grundstück 320 bis 340 dringend benötigte Wohnungen zu errichten und außerdem dort Flächen für Geflüchtete vorzusehen. Mit dem Flächennutzungsplan wird die Voraussetzung geschaffen, dass der Bezirk Tempelhof-Schöneberg sein Bebauungsplanverfahren, das parallel bearbeitet wurde, abschließen kann. Hier sehen Sie nochmal die Struktur des Gebietes. Im Norden haben wir eine Brachfläche, eine Lichtung im Wald, in der ein Ponyhof liegt, daran anschließend nach Süden eine Waldfläche und daran anschließend eine Gemeinbedarfsfläche mit einer bezirklichen Schule. Insgesamt sollen auf dieser nördlichen Brachfläche diese 320 bis 340 Wohnungen entstehen, darin eben auch Wohnungen für Geflüchtete integriert werden und eine Kita berücksichtigt werden. Die Struktur ist Ihnen möglicherweise bekannt. Die Schule, ein klassischer gründerzeitlicher Bau, die Siedlung, eine Bauweise der 60er, 70er Jahre. Und auf den Flächen nach Großbeeren hin sind Waldflächen, Ackerflächen zu sehen. Der Flächennutzungsplan stellt hier bisher eine Grünfläche dar mit den Symbolen Parkanlage und Sport. Beabsichtigt ist im nördlichen Teil im Bereich der Lichtung eine Wohnbaufläche der Dichtestufe 2, dann anschließend den hochwertigen Teil des Waldes auch als Wald darzustellen und im südlichen Teil, dort wo sich die Schule befindet, Gemeinbedarfsfläche darzustellen. Das Bebauungskonzept folgt der Lichtung einzelne Zeilen. In Teilen dieser Zeilen sind dann auch die Flächen für Geflüchtete vorgesehen. Der Bebauungsplanentwurf stellt zwischen dem Neubaugebiet und dem bestehenden Bebauungsgebiet eine öffentliche Grünfläche dar, im Süden anschließend den Wald. Die Versorgung ist gesichert durch ein Nahversorgungszentrum im Bereich Hildburghauser Straße. Das Zentrum wird dadurch auch noch gestärkt. Im Ergebnis wird die bestehende Wohnbaufläche der Dichtestufe 2 am Lichterfelder Ring erweitert. Ja, vielleicht soweit. Vielleicht noch zu einem Diskussionsthema, das der Bezirk bearbeitet hat, nämlich die Verlagerung des Ponyhofs. Für den Ponyhof ist ein Ersatzstandort gefunden. Die Finanzierung ist gesichert. Die entsprechenden Pachtverträge sind unterschrieben, sodass die Umsetzung des Ponyhofs dann nur noch erfolgen muss. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Künzel. Möchten Sie noch was ergänzen, Herr Gäbler? Ich würde gerne nur noch sagen, dass ich glaube, das ist hier wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man eben Wohnen, Grün und auch Infrastruktur hier zusammengebracht hat. Und dass man eben auch das abgesichert hat, was jetzt teilweise schon da ist. Und dass das auch durchaus Vorbildcharakter für andere Projekte in Berlin haben könnte. Vielen Dank. Gibt es dazu Meldungen? Ja, Herr Latsch. Ja, ich würde gerne wissen, in welcher Proportion hier Wohnungen für Migranten, wie Sie sie nennen, Geflüchtete vorgesehen sind im Verhältnis zum Gesamtbestand. Ich würde jetzt sammeln. Gibt es weitere Fragen? Herr Otto. Da steht ja oben drauf, dass es auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg keine Auswirkungen hat. Und im Text findet man aber dann, das ist ja auch gesagt worden, das befindet sich an der Landesgrenze, findet man schon Themen, die zumindest eine kommunalübergreifende Behandlung erfordern. Da geht es um die Diedersdorfer Heide, den Großberner Graben. Und dann steht hier, die Prüfung länderübergreifender Kompensationsmaßnahmen erfolgt aktuell im Rahmen der Erarbeitung eines Konzepts in Zusammenarbeit mit UMVK, Dachverband Regional und so weiter. Da würde ich gerne erfahren, wie diese Zusammenarbeit sich gestaltet und was dieses Konzept beinhalten wird. Gibt es weitere Nachfragen? Das ist nicht der Fall. Dann gebe ich Ihnen das Wort zur Beantwortung. Genau, vielen Dank. Ich sage was zu dem Unterbringen von Geflüchteten. Da geht es ja darum, dass in 2 der 8 Häuser eben auch Geflüchtete untergebracht werden, solange wir dort entsprechend den Bedarf haben. Die werden dann natürlich in einer größeren Zahl untergebracht, als es in normalen Wohnungen der Fall ist. Also insofern werden da jetzt nicht einfach Wohnungen an Geflüchtete vergeben, sondern es wird als Geflüchtetenunterbringung, also als Gemeinschaftsunterkunft dort genutzt. Und steht aber perspektivisch dann als Wohnung auch für alle Bürgerinnen und Bürger in Berlin zur Verfügung. Können Sie was zur Zusammenarbeit sagen mit Brandenburg? Also die Zusammenarbeit findet eben an dieser Stelle mit einer Kommune im Land Brandenburg statt, aber eben nicht mit dem Land Brandenburg. Das heißt, im Wege der nachbarlichen Abstimmung der Bauleitplanung ist auf der einen Seite durch die Flächennutzungsplanänderung die Gemeinde beteiligt worden, auf der anderen Seite aber auch durch den Bezirk auf der Ebene des Bebauungsplanes. Und auf der Ebene des Bebauungsplanes sind dann natürlich Fragen von Wegeführung, von Ausleihe und Ersatz, von Maßnahmen im Wald und so weiter mit den zuständigen Behörden in der Nachbarkommune abzustimmen und falls erforderlich gemeinsam durchzuführen. Aber das ist in der Zuständigkeit des Bezirkes. Vielen Dank. Eine Frage noch, Herr Otto. Das ist ja jetzt tricky. Versteht das alles? War alles in Ordnung? Aber müssen wir das jetzt so werten, wenn hier drüber steht, Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg keine, dann heißt das regelmäßig nur, dass Sie der Landesregierung nichts erzählt haben. In dem Fall, dass Sie mit Kommunen im Land Brandenburg zusammenarbeiten, können wir daraus nicht erkennen. Und da frage ich, ob das Absicht des Senats ist, ob das vielleicht klüger, da müssen wir jedes Mal jetzt fragen. Wissen Sie, da müssen wir jedes Mal, wenn da steht, keine Auswirkungen, müssen wir jedes Mal fragen, stimmt für die Landesregierung Potsdam, aber stimmt es auch für den Gemeinderat Cottbus? Stimmt es auch für den Gemeinderat Großbeeren? Das ist, würde ich mal sagen, da müssen Sie noch mal bitte in sich gehen oder wir gemeinsam noch mal überlegen, wie man das behandelt in Zukunft. Sonst muss ich jedes Mal fragen. Ja. Dankeschön. Gibt es weitere Nachfragen? Nein, dann der Senat bitte. Also der Flächennutzungsplan ist keine kommunale Angelegenheit, weder in Berlin noch in Brandenburg. Insofern ist es für den Fall dieser FNP-Änderung stimmig. Herr Künzel hat ja darauf hingewiesen, der Bebauungsplan, der wird sozusagen dann zwischen den Kommunen nochmal abgestimmt. Der ist hier aber ja nur Anlass und nicht Gegenstand der Vorlage. Gibt es weitere Nachfragen? Wenn nein, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Und zwar, gibt es noch weitere Nachfragen? Nein, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über die Vorlage zur Beschlussfassung, Drucksache 19-1108. Wer stimmt dieser Vorlage zu? Das sind die Koalitionsfraktionen, die Grünen-Fraktion und die Linksfraktion.
Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Dann ist diese Beschlussvorlage mit großer Mehrheit angenommen. Und eine entsprechende Beschlussempfehlung ergeht an das Plenum. Und wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 5. 5a betrifft den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Fraktion Die Linke, Drucksache 19/1140, Bezirken kommunales Vorkaufsrecht ermöglichen, Immobilienspekulation und Verdrängung jetzt verhindern. Und der Antrag B ist die Besprechung gemäß 21.3 der GO des Abgeordnetenhauses Zukunftsperspektive Vorkaufsrecht. Auch hier ein Antrag Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke. Zu diesem Tagesordnungspunkt wird Herr Lang aus der Senatsverwaltung uns für Fragen zur Verfügung stehen. Und er hat, glaube ich, noch jemanden mitgebracht, Herrn Schäfer. Dann begrüße ich Sie beide, Herr Lang und Herr Schäfer, zu diesem Tagesordnungspunkt und frage, ob eine Begründung erwünscht ist. Und wenn ja, wer die Begründung vornimmt? Katrin Schmidberger, bitte Sie, Schmidberger, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank und schönen guten Morgen noch an die beiden Kollegen. Ich glaube, ich muss relativ wenig erklären bei dem Antrag. Wir sprechen ja heute vermutlich jetzt nicht über die Weichselstraße 52, wo ja der Senat gemeinsam mit dem Bezirk Neukölln das Vorkaufsrecht ausgeübt hat. Mir geht es ein bisschen um den Punkt jetzt auch, gibt ja gerade noch einen anderen aktuellen Fall, die Mecklenburgische Straße 89, Aachener Straße 1. Wir alle wissen ja, dass das Vorkaufsrecht stark eingeschränkt ist seit dem Bundesverwaltungsgerichtsurteil vom November 21. Und wir alle wissen, dass die Gerichtsbarkeit eben gesagt hat, dass es nur noch für Häuser gilt, die schon einen hohen städtebaulichen Missstand aufweisen oder extrem hohen Leerstand. Solche Häuser gibt es in der Stadt, auch das wissen wir. Ich glaube, auch in fast jedem Bezirk können wir da alle ein paar aufzählen. Der Fall jetzt in Charlottenburg-Wilmersdorf ist ja meiner Meinung nach ein ähnlicher Fall wie die Weichselstraße 52. Es ist ein extrem hoher Instandsetzungsbedarf, das stimmt. Trotzdem frage ich mich, welche Strategie der Senat eigentlich jetzt verfolgt, wenn er eben Häuser wie in Neukölln oder das eine Haus in Neukölln kauft, aber anscheinend bei anderen Fällen, die ähnlich gelagert sind, den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf das Vorkaufsrecht verwehrt. Heißt das jetzt, dass im Grunde das ein einmaliger Ausrutscher vielleicht im Sinne der CDU oder eben Fall war? Oder heißt das, dass Sie nochmal neue Wirtschaftlichkeitskriterien anlegen werden? Oder gibt es Gespräche mit den Bezirken, wie man in Zukunft auch bei solchen Häusern, die eben einen hohen Instandsetzungsbedarf haben, zum Beispiel mit Förderungen oder auch mit einer Modernisierungsförderung so einen Zuschussbedarf für die landeseigenen verringern kann? Also was wird uns da erwarten bezüglich dieses Instrument? Denn wir alle wissen ja leider auch, dass wir wahrscheinlich noch lange darauf warten können, dass im Bund das Vorkaufsrecht geheilt wird. Also meine Hoffnung geht da fast gegen Null mittlerweile. Die FDP, wissen wir ja, hält im Grunde die mietrechtlichen oder baurechtlichen Verbesserungen, hält die sehr stark auf, beziehungsweise wird auch weiterhin wohl da eine Bremse einlegen. Und deswegen glaube ich, ist es schon an der Zeit, auch auf Landesebene nicht einfach abzuwarten, sich dem Schicksal zu ergeben, sondern eben auch selbst eine Strategie gemeinsam mit den Bezirken zu entwickeln. Und die BVV in Charlottenburg-Wilmersdorf hat sich ja sogar parteiübergreifend dafür ausgesprochen, da das Vorkaufsrecht auszuüben. Also SPD, Linke, CDU und Grüne. Der Baustadtrat in Charlottenburg-Wilmersdorf, der CDU, ist extrem engagiert. Ich weiß auch, dass sie jetzt in den letzten Minuten noch versuchen, eine Genossenschaft zu finden. Ich weiß aber auch, dass sowohl mit dem Bezirk als auch mit den Mieterinnen und Mietern sehr lange nicht direkt gesprochen wurde oder es sehr unklar war. Ich weiß, dass die Gesobau sehr lange vorab schon in den dreimonatigen Prüfungszeit erklärt hat, dass sie das machen würde, wenn sie den Zuschuss vom Land Berlin bekommt. Und von daher würde ich jetzt schon gerne mal wissen, was in Neukölln möglich ist, was in Charlottenburg-Wilmersdorf dann plötzlich nicht möglich ist und wie wir in Zukunft auch mit solchen Prüfverfahren umgehen sollen, weil es macht ja auch keinen Sinn, dass die Bezirke prüfen und prüfen und der Senat verwehrt jedes Mal die notwendige Finanzierung. Von daher können wir vielleicht diesen Antrag heute als Gelegenheit nutzen, um uns über die Zukunft des jetzt noch bestehenden Instruments auszutauschen. Vielen Dank. Ich sehe jetzt schon weitere Wortmeldungen. Wird denn die weitere Begründung seitens der Linksfraktion noch von den Punkten A und B gewünscht? Sonst würden wir jetzt direkt in die Fragen einsteigen.
Dann sind ja auch schon ein paar gestellt worden. Dann ist jetzt Herr Schenker dran und dann Frau Eid und Herr Latsch. Herr Schenker, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich kann mich erstmal meiner Kollegin da anschließen, haben wir auch zusammen den Antrag hier eingebracht. Ich glaube, tatsächlich nochmal einfach wichtig, darauf hinzuweisen. Es war ja nun auch schon Gegenstand im letzten Plenum, auch die Äußerung des Herrn Senators zu sagen, dass man eben nicht jeden Zuschussbedarf für ein Haus sozusagen hier bereit ist zu zahlen, wo das Vorkaufsrecht ausgeübt werden kann. Aber ich glaube, es ist ja trotzdem nochmal wichtig, darauf hinzuweisen. Also selbstverständlich, das ist ja irgendwie auch übersichtlich, wenn das Vorkaufsrecht nur noch bei Häusern mit einem besonderen städtebaulichen Missstand angewendet werden kann, dann wird so ein Haus mit einem besonderen städtebaulichen Missstand eben insofern, weist es einen hohen Instandhaltungsbedarf aus. Das heißt also, überall dort, wo das Vorkaufsrecht noch angewendet werden kann, werden wir wahrscheinlich immer über einen Zuschussbedarf für ein landeseigenes Wohnungsunternehmen sprechen. Das ist teuer fürs Land Berlin und da muss man sich natürlich, das finde ich ja grundsätzlich gar nicht falsch sozusagen, dass man sich die Sinnfrage stellen muss. Die möchte ich aber insofern beantworten, zu sagen, dass das ja gleichzeitig auch die Häuser sind, eben weil die einen hohen Instandhaltungsbedarf haben, aber auch ein hohes Potenzial mit einer mietpreistreibenden Modernisierung, da am Ende die Mieten wirklich nach oben zu treiben. Dass es doch gleichzeitig diese Häuser betrifft, wo jetzt noch das Vorkaufsrecht ausgeübt werden kann, wo es besonders sinnvoll wäre, das Vorkaufsrecht auszuüben, eben weil hier noch ganz hohes Potenzial darin liegt, am Ende eine viel deutlich teurere Miete mit diversen Maßnahmen am Ende zu realisieren. So, das heißt also, das wäre aus meiner Sicht nochmal wichtig, dass der Senat dazu Stellung nimmt. Inwiefern das zusammengeht, müsste man nicht eigentlich sagen, gerade weil eben dort, wo das Vorkaufsrecht noch angewendet werden kann, weil es nur noch wenig Fälle gibt und weil das eben Fälle sind mit besonders hohem Verdrängungspotenzial, gerade da sind wir ganz stark dahinter. Und noch gewissermaßen eine zweite Frage, auch wenn das jetzt gar nicht so ganz hier in den Anträgen noch mit drinsteckt. Aber mich würde tatsächlich auch mal interessieren, wie der Senat eigentlich das auch beobachtet, Vorkaufsrechtsausübungen von unbebauten Grundstücken. Meines Wissens nach ist der Bezirk Charlottenwilmersdorf da der Einzige, der das bisher in zwei Fällen mal zur Anwendung gebracht hat. Auch das wäre ja durchaus noch mal interessant. Also die Frage insgesamt, wie der Senat mit diesem neuen Vorkaufsrecht jetzt umgeht. War das jetzt ein, Kollege Schmidberger hat es schon so ausgedrückt, ein Ausrutscher in der Weichselstraße 52? Wollte man da jetzt mal signalisieren, man macht da was? Und das war's dann aber? Oder können wir uns hier schon noch darauf festlegen, dass es eben auch in anderen Fällen durchaus noch mal zur Ausübung des Vorkaufsrechts kommen wird? Und ich möchte auch gerne noch mal danach fragen, ob der Senat eigentlich selber mit der Kommunikation gegenüber auch den Mietern und Mietern hier zufrieden ist. Also ich meine, die Mieter und Mieter in der Mecklenburgischen Straße 89, Aachener Straße 1, die rennen wirklich dem Senat, sowohl dem Bausenator als auch dem Finanzsenator hier an jeder Stelle immer wieder hinterher und kriegen einfach keine Informationen. Und ich finde schon nochmal wichtig, auch hier, dass Sie dazu Stellung nehmen, ob das eigentlich ein angemessener Umgang mit Mieterinnen und Mietern ist, denen es nun mal tatsächlich um ihre Existenz geht, ob die hier in ihren Wohnungen wohnen bleiben dürfen oder nicht. Weil ich glaube, Illusionen über den Käufer der neuen Wohnungen hier, Blue Rock, da müssen wir uns, glaube ich, alle keine Illusionen machen. Da wissen wir, warum der Investor dieses Haus gekauft hat und was sein Plan damit ist. Und das geht dann eben zulasten der Mieter und Mieter, die jetzt da in den Wohnungen wohnen. Vielen Dank. Dann ist Frau Eiden die Nächste. Ich denke, wir sind uns einig, also auch als SPD-Fraktion, dass wir dieses Instrument Vorkaufsrecht auf jeden Fall behalten wollen. Aber wir haben ja auch gesagt, also es vermehren sich jetzt immer Einzelfälle, wo tatsächlich ganz hoher Sanierungsbedarf und hohe Kaufpreise verlangt werden und damit auch eigentlich ein falsches Signal an die Spekulanten gesetzt wird. Deshalb die Frage, also ich denke, wir müssen das Problem grundsätzlich lösen und eine grundsätzliche Lösung wird tatsächlich auf der Bundesebene notwendig. Und nach meinem Informationsstand ist es so, dass man das Vorkaufsrecht tatsächlich reformieren möchte, hoffentlich im Rahmen der Novellierung des Baugesetzbuches. Und meine Frage jetzt an den Senat, was ist Ihnen bereits bekannt? Also ich habe ja große Hoffnung, gerade diese Fälle mit dem Vorkaufsrecht eben vielleicht lösen zu können. Und haben Sie da einen aktuellen Stand, wie es auf der Bundesebene gerade beim Vorkaufsrecht weitergeht? Vielen Dank. Herr Dr. Nass ist jetzt dran.
Ja, Frau Vorsitzende, Herr Senator, ich möchte hier vielleicht nochmal deutlich machen, also das Vorkaufsrecht, das kommunale Vorkaufsrecht, das geht nicht verloren, das ist da und wir haben auch, also für uns als CDU-Fraktion, aber auch als Koalition haben wir das im Koalitionsvertrag festgehalten, dass es ein wichtiges Instrument ist, um wohnungspolitische Ziele zu erreichen. Ich möchte aber nochmal deutlich machen, das Bundesverwaltungsgericht hat die Voraussetzung nicht, hat deutlich gemacht, hat die scharfen Voraussetzungen herausgearbeitet und deutlich gemacht, dass man nicht immer einschreiten kann und auch nicht sollte. Problem Immobilien, ja, dort, wo es nicht weitergeht. Und ich glaube, es ist eine Einzelfallbetrachtung. Und ich hoffe und ich gehe davon aus, dass der Senat jetzt nicht jedes Objekt, das als Problem Immobilie dargestellt wird, erwirbt. Aus folgenden Gründen. Erstens, wir wollen nicht die Versäumnisse der Eigentümer, die es versäumt haben, in ihre Objekte zu investieren, die ihre Instandsetzungspflicht nicht eingehalten haben, dass wir jetzt für diese Versäumnisse auf Kosten der Steuerzahler aufkommen. Und allein der Erwerb, der Ankauf, damit ist ja auch den Mietern nicht weiter geholfen. Man müsste nämlich auch sanieren. Und von daher glaube ich, muss der Aspekt der Wirtschaftlichkeit, genauso wie wir das auch im Koalitionsvertrag deutlich gemacht haben, dass sich ein Erwerb nur dann, dass wir beim Erwerb auch den Aspekt der Wirtschaftlichkeit in Betracht ziehen müssen. Ich bin der Auffassung, dass man mit dem Geld auch sehr gut Neubau vorantreiben kann. Daher ist eine Einzelfallbetrachtung vonnöten und daher nochmal an die Senatsverwaltung gerichtet, inwiefern diese Einzelfallbetrachtung dann auch eine Rolle spielt, weil es kann nicht sein, dass wir jetzt in weitere Immobilien erwerben. Die Kollegin Eidem hat es ja gesagt, dass das ist natürlich etwas für Spekulanten, die darauf hoffen, aber auch die Tatsache, dass uns dann das Geld wieder woanders fehlt. Danke. Herr Latsch hatte sich noch gemeldet. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ja, es war ja in der Presse davon die Rede, dass 6,9 Millionen Kaufpreis und ungefähr die gleiche Größenordnung nochmal an Sanierungsbedarf besteht. Das wären 13,8 Millionen geteilt durch 31 Wohnungen. Das heißt, auf jede Wohnung empfehlen hier 450.000 Euro und zwar an der Mecklenburgischen Straße. Das ist ja jetzt keine 1A-Wohnlage, sondern eine vielbefahrene Straße, 200 Meter vom Autobahnanschluss entfernt und das für 450.000 pro Wohnung. Der nächste Punkt ist, wie hoch soll denn der Zuschuss sein aus Sicht der beantragenden Fraktionen? Und wie hoch sind dann anschließend die Mieten? Bleiben denn die Mieten dann so, wie sie jetzt sind, auch nach Sanierung? Das halte ich für unwahrscheinlich. Und wenn wir dann also einen hohen Zuschuss eingezahlt haben und die Mieten trotzdem steigen, da können wir ja gleich dem jetzigen Käufer einen Zuschuss zahlen. Der wird dann das Gleiche machen, was die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft auch tut. Da können wir ja die Miete deckeln mit dem vereinbaren und dann ist alles gut. Dafür muss doch das Land Berlin hier nicht an dieser Stelle eingreifen. Was soll der Sinn der Sache sein? Und die Frage ist auch, warum sollen 2 Millionen Haushalte in Berlin, 31 Mietern, jetzt ihre Miete finanzieren aus der öffentlichen Hand? Da gibt es doch gar keinen Sinn für. Und es ist wie immer bei diesen Vorkaufsrechten, es ist grundsätzlich falsch, dass sich das Land Berlin da einmischt. Es muss sehen, dass alles korrekt läuft, so wie es gesetzlich vorgesehen ist. Und ansonsten sollte es die Finger von diesen Immobilien lassen. Danke. So, wir haben jetzt noch weitere Meldungen, würden jetzt aber einmal dem Senat die Gelegenheit zur Stellungnahme geben und dann in die nächste Fragerunde gehen. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete. Wir haben das Thema ja schon mehrfach intensiv diskutiert. Der Antrag rekurriert ja auch noch auf die Diskussion um die Weichselstraße und die 52 und die Hermannstraße 123. Auch da haben wir ja schon Einzelfallprüfungen vorgenommen, wie sie halt immer stattfinden müssen, und haben uns entschieden, im Fall der Weichselstraße unter Zurückstellung einiger Bedenken aufgrund der besonderen Situation dort und aufgrund des Verhältnisses auch an der Stelle zu sagen, da unterstützen wir die Ausübung des Vorkaufsrechts durch den Bezirk, indem ein Zuschuss an die städtische Gesellschaft gegeben wird. Bei der Hermannstraße haben wir es auch nicht gemacht an der Stelle, weil wir gesagt haben, dass dort
das Verhältnis dann am Ende nicht stimmt. Aber das kommunale Vorkaufsrecht wird durch die Bezirke ausgeübt. Die Bezirke können sich dann überlegen, ob sie das für sich selbst ausüben, für landeseigene Gesellschaften. Letzteres macht ja Sinn, weil die Bezirke in der Regel keine eigenen Wohnungsbestände mehr haben. Oder ob sie Genossenschaften oder andere fragen, ob sie das für sie ausüben sollen. So, am Ende entscheidet der Bezirk, ob er das Vorkaufsrecht ausübt und nicht das Land Berlin. Also nicht der Senat in diesem Fall. Der Senat ist an der Stelle gefragt, wo es zum einen darum geht, sind die Voraussetzungen für die Ausübung des Vorkaufsrechts gegeben. Da geben wir als Fachverwaltung dann eine Stellungnahme zu ab. Und zum Zweiten, wenn eine landeseigene Gesellschaft das Vorkaufsrecht übernehmen soll, dass dann von der Gesellschaft gesagt wird, unter welchen Bedingungen sie das machen kann. Im Idealfall wäre es sozusagen eigenwirtschaftlich möglich, weil es im Rahmen der normalen Rechnung, was Instandhaltung angeht, was Ankäufe überhaupt angeht und deren Wertigkeit gemacht werden kann. Ansonsten rechnet die Gesellschaft aus, was sie meint, was in dem Fall natürlich immer erstmal überschlägig an zusätzliche Kosten anfällt. Und dann muss der Senat wiederum entscheiden, ob dafür Geld zur Verfügung gestellt wird oder nicht. So ist das Verfahren. Und wenn der Senat feststellt, dass das aus seiner Sicht unverhältnismäßig ist und kein Geld zur Verfügung gestellt wird, dann kann der Bezirk immer noch sehen, ob er es auf anderen Wege macht. Er könnte theoretisch das Geld auch selber zur Verfügung stellen. Mir ist klar, dass die Bezirke nicht über solche Summen verfügen in der Regel. Aber nochmal, der Bezirk ist dort am Zuge zu sehen, wie wichtig es ihm ist. Das ist auch deshalb logisch, weil der Bezirk ja auch dafür zuständig ist, aufzupassen, dass Eigentümer ihrer Instandhaltungspflicht nachkommen und dass er das regelmäßig überprüft. Und dass er nicht irgendwann nach Jahren des Nichtstuns plötzlich zu dem Ergebnis kommt, oh, da sind ja ganz massive Schäden entstanden und deswegen soll jetzt bitte mal das Land Berlin einen Zuschuss bezahlen, damit das vom Eigentümer gekauft wird und saniert wird. Das ist eigentlich kein vernünftiges Vorgehen im Sinne der Steuerzahler und am Ende übrigens auch nicht im Sinne der Mieterinnen und Mieter, weil die ja offensichtlich schon jahrelang in einem nicht entsprechend sanierten Gebäude wohnen. So, also insofern, auch aus diesem Grund ist es richtig und wichtig, dass man jetzt nicht sagt, komme was da wolle, wir kaufen auf jeden Fall zu jedem Preis und zahlen jeden Sanierungsbedarf aus öffentlichen Mitteln. Das ist jedenfalls nicht mein Ansatz davon. Also es ist eine besondere Form vielleicht, dass man sagt, naja, die privaten Eigentümer ziehen halt den Gewinn raus und wenn es dann irgendwann teure Sanierung gibt, dann kann das Land Berlin das ja übernehmen. Wie gesagt, dieses Spiel finde ich falsch und glaube auch nicht, dass es auf Dauer durchhaltbar ist. Ich verstehe natürlich, dass in jedem dieser Objekte die Mieterinnen und Mieter sagen, das Land Berlin muss uns jetzt helfen. Aber wir haben auch eine Verantwortung insgesamt dem Haushalt und den Steuerzahlerinnen gegenüber, dass wir damit verantwortungsbewusst umgehen und auch mit Augenmaß. Und insofern kann das nicht die generelle Linie sein, wie Sie es auch hier in dem Antrag ja mehr oder weniger fordern, dass alles, was da jetzt auf den Markt geworfen wird, und egal wie hoch der Sanierungsbedarf ist, dann vom Land Berlin übernommen und das Ganze bezahlt wird. Hier in diesem Fall bei der Mecklenburgischen Straße haben wir ein hohes Ungleichgewicht zwischen Kaufpreis und Sanierungsaufwand. Das ist ja also nicht ganz 1:1, aber fast. Und ich glaube, das ist auch allen nachvollziehbar, dass das an der Stelle so nicht funktionieren kann. Für die Mieterinnen und Mieter, die in einem Milieuschutzgebiet wohnen, gilt natürlich das, was an Mieterschutz dort gilt. Das gilt auch unabhängig davon, ob es ein privater oder ein öffentlicher Eigentümer ist. Insofern verstehe ich grundsätzlich Ängste davor, dass jetzt massive Mietsteigerungen kommen. Es gilt aber auch für dieses Objekt das BGB und die entsprechenden Schutzregelungen, die dort vorgesehen sind. Insofern, auch wenn jetzt das Land Berlin, wenn der Bezirk sein Vorkaufsrecht nicht ausübt, wird es für die Mieterinnen und Mieter entsprechende Schutzregelungen geben. Ich finde es aber trotzdem auch wichtig, dass wir weiterhin dabei bleiben, dass die Bezirke über die Wohnungsaufsichtsämter solche Mängel frühzeitig erkennen und dann Instandhaltungsaufforderungen gegenüber dem Eigentümer machen und nicht sagen, das Land Berlin zahlt es ja am Ende, insofern warten wir mal ab, bis die Situation so schlimm ist, dass wir über Vorkaufsrecht wieder einsteigen können. Das kann es an der Stelle auch nicht sein. Eine Antwort an die Mieterinnen und Mieter haben wir gegeben auf den Brief. Aber nochmal, der direkte Ansprechpartner für die Mieterinnen und Mieter ist der Bezirk, weil der muss das Vorkaufsrecht am Ende ausüben.
Und wir haben aber den Mieterinnen und Mietern gegenüber auch auf die Briefe geantwortet. Ja, und dass wir uns insgesamt auf der Bundesebene dafür einsetzen, dass das allgemeine Vorkaufsrecht wieder entsprechend untersetzt wird, sodass man es wieder ausüben kann. Das ist etwas, liebe Kollegin Schmiedberger, wo wir uns ja gemeinsam für einsetzen auf Bundesebene. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass da jetzt etwas Bewegung reinkommt. Wir werden das auf der Bauministerkonferenz in dieser Woche auch noch mal ansprechen. Und ich hoffe, dass die Bundesministerin auch im Zusammenhang mit dem 14-Punkte-Plan und dem, was dort an verschiedener Stelle auch auf MPK-Ebene besprochen worden ist, dass das jetzt in diesem Zuge dann auch umgesetzt werden kann und dass wir eben dann kein Schrottimmobilienvorkaufsrecht haben, sondern ein allgemeines Vorkaufsrecht. Und da können dann auch die Gesellschaften mit den entsprechenden wirtschaftlichen Anforderungen wieder mit einsteigen. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch zwei weitere Wortmeldungen. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ich würde dann jetzt wieder sammeln. Als erstes ist Herr Schenker dran. Erledigt, oder? Dann ist Frau Schmidberger dran. Ja, vielen Dank. Also ich will noch mal ganz kurz zu unserem Antrag sagen, der sagt ja nicht, dass man jetzt hier überall einen Blankoscheck in der Stadt ausstellen soll und irgendwie alle Häuser kaufen soll. Sie alle wissen ja auch, und auch Sie, Herr Gebler, wissen es besonders, das haben wir ja auch in der Zusammenarbeit eigentlich ganz gut gepflegt, dass das Vorkaufsrecht natürlich an der einen oder anderen Stelle mal nicht gezogen wird, wenn es wirklich nicht geht. Aber wir wissen beide ja auch, dass die Abwendungsvereinbarung ein ganz wichtiges Instrument ist und dass deswegen es auch wichtig ist, dass sich hier Eigentümer nicht in Sicherheit wiegen können. Egal, was sie hier machen und was sie kaufen, wird nicht eingeschritten. Aber das ist ja das Signal, was ich jetzt gerade hier höre, was ja am Ende passieren wird. Ich finde es problematisch, wenn hier gesagt wird, das Geld wird irgendwie an anderer Stelle gebraucht im Neubau. Gerade wenn man sich Charlottenburg-Wilmersdorf anguckt, das, was da neu gebaut wird, ist nicht wirklich bezahlbar, weder für die Bestandsmieterinnen, die jetzt in der mecklenburgischen Aachener wohnen, noch für viele andere Normalverdiener. Sie haben sicherlich recht, als Senat zu sagen, am Ende entscheidet der Bezirk das Vorkaufsrecht, ob das Vorkaufsrecht ausgeübt wird. Das ist formal korrekt. In der Praxis wissen Sie aber selber, dass die Bezirke laut LHO auch sowas eigentlich nicht machen können, dass auch kein Bezirk sich das finanziell leisten kann, mal eben ein paar Millionen auf die Kante zu legen, um irgendwie Häuser zu kaufen. Und Sie wissen eigentlich auch, dass die Wohnungs- und Bauaufsichtsämter in den Bezirken, und zwar in keinem Bezirk, so gut ausgestattet sind, dass sie wirklich proaktiv, ganz engagiert überall einschreiten können und irgendwie Eigentümer verpflichten können, ihre Instandsetzungsmaßnahmen zu tätigen. Das ist ja genau das, was uns auch wurmt. Also deswegen, wenn Sie sagen, am Ende entscheidet der Bezirk, ob das Vorkaufsrecht angewandt wird oder nicht, dann müssten Sie eigentlich im Grunde dafür auch eine finanzpolitische Möglichkeit schaffen. Also wird es jetzt in Zukunft sozusagen irgendwann einen Topf geben, auf den die Bezirke zugreifen können, wenn es um einen Zuschussbedarf für die landeseigenen braucht, das würde ich gerne noch mal wissen. Und wenn Sie schon der Meinung sind, ich glaube, wir alle würden den Satz unterschreiben, dass wir nicht für die Versäumnisse der Privaten bezahlen wollen, aber das kann man ja schlecht den Mieterinnen und Mietern vorwerfen, wenn nun mal in der Stadt wohnungsbauliche Missstände nicht abgestellt werden, finde ich schon schwierig. Und zumal, ich sag mal so, wenn Sie das ernst meinen würden, dann würde ich jetzt davon ausgehen, dass man sich mal mit den Bezirken zusammensetzt und mit denen gemeinsam mal guckt, wie man die Wohnungs- und Bauaufsichten wirklich fit machen kann. Also vielleicht reden Sie mal mit Ephraim Gothe in Mitte, der genau bestätigen kann, dass seine Aufsicht da, seine Ämter da auch nicht hinterherkommen. Also so kann es ja dann auch nicht weitergehen. Also wenigstens das würde ich dann erwarten, wenn man schon das Vorkaufsrecht jetzt langsam auslaufen lässt sozusagen. Und vielleicht noch ein letzter Satz zur Bundesebene. Also wenn Ihnen das Vorkaufsrecht so wichtig ist, dann können Sie ja bestimmt dafür sorgen, dass die SPD im Bund die Vorratsdatenspeicherung fallen lässt. Das ist nämlich genau das Thema, worum sich FDP und SPD die ganzen Jahre streiten schon. Vielleicht können Sie da ja mal positiv auf den Bund wirken, dass das Vorkaufsrecht dem Herrn Scholz dann doch mal wichtiger ist als die Vorratsdatenspeicherung. Ansonsten wird da nichts passieren. Da können Sie noch an so vielen Bauministerkonferenzen teilnehmen. Ist leider so. Vielen Dank. Dann hatte sich Herr Latsch noch gemeldet.
Danke, Frau Vorsitzende. Ich will noch mal verdeutlichen, über was wir hier konkret sprechen. Ich habe es gerade schon gesagt, 450.000 Euro pro Wohnung. Das wäre, wenn wir annehmen würden, jede Wohnung wäre 100 Quadratmeter groß, aber das bezweifle ich hier, 4.500 Euro pro Quadratmeter ist so ziemlich genau der Preis für Neubau zurzeit. Wenn wir davon ausgehen, dass üblicherweise 20% Eigenkapital eingebracht werden müssten für Neubau, könnten wir das fünffache Volumen zusätzlich erstellen für das Geld, was hier ausgegeben werden sollen. Das ergibt ja von ganz allein schon ein klares Missverhältnis. Und dann kommt noch der nächste Punkt, nämlich die Frage, wie hoch sind danach die Mieten? Dazu sagt die beantragende Fraktion nichts, weil die kann nicht gleich bleiben, logischerweise. Die muss sich verändern. Und ist das dann noch in dem Rahmen, wie Sie sich Bezahlbarkeit vorstellen oder erreichbaren Bezahlbarkeit nicht letztendlich bei dem Subjekt, sprich bei dem Mieter, statt bei dem Gebäude? Und die Frage ist auch, wie hoch soll der finanzielle Zuschuss sein? Das ist nochmal meine Frage an die beantragende Fraktion. Wie hoch stellen Sie sich das vor, dass aus der Haushaltskasse der Zuschuss gezahlt wird? Und ist es nicht Augenwischerei, wenn letzten Endes die Miete über den Zuschuss finanziert wird? Heißt also, wir zahlen einen Zuschuss für die Sanierung eines Gebäudes und dafür gibt es dann eine günstigere Miete. Das ist Augenwischerei. Das heißt, letzten Endes finanzieren wir die Mieten der Berliner Mieter in Zukunft aus dem Haushalt. Das kann so nicht funktionieren. Das kann sich jeder selbst ausrechnen. Glaube ich, soweit er rechnen kann, dürfte das kein Problem sein. So, dann diese enormen Kosten, die da entstehen, die auch bei dem Kaufpreis und bei der Sanierung entstanden sind, die entstehen ja auch durch die fehlende Bautätigkeit unter R2G, also unter dem letzten Senat. Das hat die Preise hier in dieser Stadt erheblich getrieben. Und da muss man sich schon selber mal an die Brust fassen und sich fragen, was habe ich dazu getan, dass die Preise jetzt so hoch liegen? Und der letzte Punkt, den ich anführen möchte, ist, letzten Endes, die beantragende Fraktion ist ja ganz, ganz ursächlich für die extremen Sanierungsaufwände, die wir hier betreiben, weil sie des Glaubens ist, dass das plenare Klima hier in der Mecklenburgischen Straße gerettet werden könnten. Aber es ist nun mal ein Fakt, die hohen Kosten sind ursächlich darauf, dass sie glauben, ständig höhere Aufwände betreiben zu müssen, um Reduktion von CO2 zu betreiben. Und das treibt die Mieten. Zuallererst betreibt das die Mieten. Und zwar nicht nur in der Mecklenburgischen, sondern in der gesamten Stadt, wenn wir das ernst nehmen, was hier alles beschlossen wird. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann gebe ich dem Senat noch mal die Möglichkeit zu antworten. Vielleicht nur zwei Sachen noch mal richtig stellen. Also wir haben hier den Mieterinnen und Mietern gar nichts vorgeworfen. Wir haben über den Bezirk gesprochen. Die personelle Ausstattung der bezirklichen Ämter ist erstmal Sache des Bezirks, mittelbar dann des Haushaltsgesetzgebers. Und gleiches gilt für mögliche Töpfe für Bezirke. Wobei ich mir nicht so richtig vorstellen kann, dass der Haushaltsgesetzgeber den Bezirken einen Freibrief gibt, irgendwie beliebig Geld für Sanierung und Ankäufe auszugeben. Und wenn Sie das dann in jedem Einzelfall im Parlament entscheiden wollen, dann ist das auch Ihr gutes Recht und auch die Möglichkeit. Insofern ist das etwas, was das Parlament erstmal dann intern klären muss und nicht der Senat. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wir stimmen jetzt ab über den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke, Drucksache 19/1140. Wer stimmt für diesen Antrag? Das sind die Fraktionen der Grünen und der Linken. Wer stimmt gegen diesen Antrag? Das sind alle übrigen Fraktionen, also SPD, CDU und AfD. Und damit ist dieser Antrag abgelehnt. Nun den Punkt 5b, der wird jetzt abgeschlossen, es sei denn, es besteht ein Vertagungswunsch, der Besprechungspunkt. Dann ist der Tagesordnungspunkt in Gänze abgeschlossen und wir kommen zu dem nächsten Tagesordnungspunkt 6. Antrag der Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 19/1111. Wohnraum effizient, bezahlbar und gerecht nutzen, Wohnungstausch in Berlin erleichtern. Zu diesem Tagesordnungspunkt steht uns wieder Herr Dr. Lang zur Verfügung. Vielen Dank. Und möchte die Fraktion der Grünen den Antrag begründen. Frau Schmidt-Berger, bitte. Ja, vielen Dank.
Das Thema Wohnungstausch begleitet uns alle ja hier im Land Berlin schon einige Jahre, unter anderem durch die Tauschbörse, die wir durch die landeseigenen Wohnungsunternehmen haben, die wir, glaube ich, alle auch hier begrüßen und natürlich aber auch wissen, dass das keine Wunder vollbringen kann in der Begrenzung der Wohnungsnot in Berlin, aber ein durchaus interessantes Instrument ist, das auch immer mehr Kommunen einführen oder nutzen. Es gab auch jüngst auf Bundesebene dazu eine Debatte. Wir alle wissen, dass es durchaus auch rechtlich eine komplizierte Angelegenheit ist, weil es geht ja darum, dass zwei Parteien sozusagen gegenseitig in den Mietvertrag einsteigen und sozusagen auch natürlich in die Eigentumsfreiheit eingegriffen wird. Deswegen haben wir uns als Grüne Fraktion mal Gedanken gemacht, wie wir vielleicht uns dem Thema mal nähern können. Deswegen hatten wir vorgeschlagen in dem Antrag, dass der Senat sich mal damit beschäftigt, welche juristischen Hürden es eben gibt bei der Frage, ob es möglich ist, in das Mietverhältnis der anderen Partei zu gleichbleibenden Konditionen einzusteigen. Wir alle wissen ja, dass gerade der Umstand, dass die Mieten sich massiv erhöhen bei Neuvermietungen oder eben auch viele Eigentümerinnen und Eigentümer ihre Mieten oder ihre Rendite auch steigern durch Neuvermietung, haben natürlich manche kein Interesse, dass die Mieten gleich bleiben. Und genauso sehen wir es deswegen auch als notwendig an, im Grunde auch ein Förderprogramm zu entwickeln, das sowohl die Privateigentümer ihnen Anreize gibt, Mieter in die Mietverträge zu lassen. Aber wir brauchen eben auch eine besondere Ansprache, gerade für Seniorinnen und Senioren, die eben oft die größeren Wohnungen bewohnen und ja auch Möglichkeiten eben schaffen für Familien und andere, die sich vergrößern müssen, Wohnraum frei zu machen. Wir haben außerdem das sogenannte Wohnungsbündnis, ja, wo eigentlich verabredet wurde, dass es dort auch über unternehmensübergreifenden Wohnungstausch gibt. Da warten wir schon seit, naja, Jahre will ich jetzt noch nicht sagen, aber ich glaube, es ist fast ein Jahr, dass da auch mal ein Vorschlag kommt. Da das Thema, wie gesagt, komplex ist, würden wir vorschlagen, dass es ein Modellprojekt auch in einem Bezirk gibt. Da kann man gern drüber reden, welcher es sein muss. Wir haben an Friedrichshain-Kreuzberg gedacht, weil das der dicht besiedelste Bezirk in ganz Berlin ist, weil es der Bezirk ist, der übrigens schon 2008 um Hilfe gerufen hat und gesagt hat, die Mieten steigen hier massiv. Wir sind natürlich auch der Meinung, dass es eben ein kompliziertes Thema ist und deswegen auch eine wissenschaftliche Begleitung braucht. Wir haben ja gesehen, die Ministerkonferenz der Justizsenatoren bzw. Justizminister hatte sich ja auch schon mal ausgesprochen für das Konzept des Wohnungstausches. Die hatten das, ich glaube, im November 2022 eingefordert an den Bund. Er möge sich doch da mal Gedanken machen, weil es eben ein adäquates Instrument ist, um den Wohnungsmarkt zu entspannen und auch gerade angesichts der Neubaukrise, das sicherlich auch glaube ich, können wir es uns nicht leisten, auf irgendein Instrument zu verzichten, um den Wohnungsmarkt zu entspannen bzw. die Wohnraumversorgung auch gerade im Land Berlin zu verbessern. Und last but not least sehen wir hier auch die Wohnraumversorgung, die Anstalt öffentlichen Rechts in der Verantwortung, die sich ja auch mit dem Thema Wohnungstausch bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen schon beschäftigt hat, hier auch Vorschläge gemacht hat. Genau, und deswegen haben wir gedacht, geben wir doch der Koalition mal einen kleinen Input, was dieses Thema betrifft, in der Hoffnung, dass der Senat vielleicht auch mal in diese Richtung tätig wird. Vielen Dank. Dann hat jetzt als erstes der Senat die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und dann gehen wir in die Frage und Aussprache. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete. Das Thema Wohnungstausch ist eins, was immer wieder intensiv diskutiert wird, zu Recht. Weil natürlich erstmal rein theoretisch die Idee, da sitzen Leute alleine in großen Wohnungen und andere Leute suchen große Wohnungen und kann man das nicht irgendwie durch einen Tausch hinbekommen, sich erstmal gut anhört. Wir stellen allerdings fest, dass das Thema Tausch so nicht funktioniert, weil eine 1-zu-1-Tausch in der Regel schon daran scheitert, dass es eben deutlich mehr einzelne Leute in großen Wohnungen gibt als einfach gut, also das ist das Verhältnis zwischen Interessenten an großen Wohnungen und Umzugsinteressenten erstmal nicht so groß ist und dass wir eben relativ wenig große Wohnungen überhaupt haben. Insofern ist grundsätzlich dabei bleibt, dass wir einen Mangel an Wohnraum haben, den wir auch durch Neubau erstmal ausgleichen müssen und da auch große Wohnungen herstellen, die auch familiengerecht sind.
Wir haben in Berlin eben insgesamt deutlich mehr kleine Wohnungen als große Wohnungen im Wohnungsbestand. Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft betreiben ja ein Tauschportal mit, sagen wir mal, mäßigem Erfolg. Das liegt aber auch daran, dass eben die Tauschangebote, also dass es deutlich mehr Wünsche gibt nach einem Tausch, um in eine große Wohnung zu ziehen, als umgekehrt Angebote an dieser Stelle. Zum Zweiten haben wir natürlich mit verschiedenen Regelungen, die wir vorgegeben haben, die auch alle ihren Sinn haben, zum Beispiel die diskriminierungsfreie Vergabe von Wohnungen, uns selber damit einzelne Hürden aufgebaut, die es deutlich erschweren zu sagen, jetzt kann jemand aus einer großen Wohnung in eine frei werdende kleine Wohnung ziehen. Wenn das nicht wirklich ein, also selbst wenn es ein direkter Tausch ist, verstößt das eigentlich gegen die diskriminierungsfreie Vergabe. Insofern müssen wir da sowieso noch mal sehen, ob wir an der Stelle Ausnahmen zulassen. Dann würde ich dann aber auch darum bitten, dass es dann keine großen Proteste gibt, dass man an der Stelle dann davon abweicht. Die Frage der finanziellen Unterstützung, also Umzugshilfen und Ähnliches, bin ich auch der Auffassung, sollte auf jeden Fall in Erwägung gezogen werden. Da sind wir auch mit den Gesellschaften in Gesprächen. Ich könnte mir durchaus auch eine Art Prämie vorstellen in einem überschaubaren Maße, weil natürlich durch eine frei werdende größere Wohnung, die anschließend ja auch meistens zu einem etwas höheren Mietpreis dann vermietet werden kann, als sie über 30 oder 40 Jahre, wie lange die Leute auch immer da drin schon wohnen, sich entwickelt hat. Insofern sieht man auch, dass allein unsere Mietpreispolitik an der Stelle doch so wirkt, dass halt auch für große Wohnungen die Mieten für einzelne Personen noch bezahlbar sind und der Druck, sich jetzt um was anderes zu kümmern, dann überschaubar ist. Das muss man alles dabei im Blick haben. Und die Frage, was man dann für die kleinere Wohnung bezahlt, ist natürlich auch etwas, was intensiv diskutiert wird. Insofern, glaube ich, kommen wir da erst weiter, wenn wir tatsächlich auch ein entsprechendes Angebot haben. Und das Tauschen alleine wird es nicht lösen, sondern wir müssen tatsächlich dazu übergehen, zu sagen, gibt es so eine Art, können die Gesellschaften es hinbekommen, dass sie sagen, da wird jetzt eine kleinere Wohnung frei. Wir wissen, Herr oder Frau X möchte gerne kann sich vorstellen, aus einer großen Wohnung auszuziehen. Dann muss aber die Wohnunglage natürlich auch so sein, dass der oder die sagt, ja, ich will jetzt aber nicht ans andere Ende der Stadt ziehen. Das muss bei mir schon im Umfeld sein. Dann muss ich, wie gesagt, die diskriminierungsfreie Vergabe an der Stelle aussetzen. Und es muss dann am Ende auch passen. So. Also insofern müssen wir, glaube ich, von dem Wohnungstausch wegkommen, mehr zu einer Art Wohnungsbörse, wo wir eben sehen, wie kriegen wir das zusammen, weil das Tauschen direkt so nicht funktioniert an der Stelle. Das müssen wir einfach feststellen. Wir brauchen da auch keine zusätzlichen Gutachten dazu, weil die werden sagen, es gibt keine rechtlichen Zwangsmittel, das zu machen. Und es gibt auch rechtlich wenig Mittel, das in irgendeiner Form Regelungen des BGB auszusetzen, um hier Leute zu zwingen, irgendwelche Nachmieter zu akzeptieren bei einem Wohnungstausch. Insofern wird das, glaube ich, zu nichts führen. Das Modellprojekt, also wir würden gerne erstmal mit den landeseigenen Gesellschaften so weit kommen und dann auch weitere Gesellschaften, die daran interessiert sind, sich daran zu beteiligen, mit einbeziehen. Da gibt es durchaus auch Gespräche, insbesondere mit Gemeinwohlorientierten, aber es wird sicherlich auch die eine oder andere Gesellschaft geben, außerhalb dieses Kreises, die sich das vorstellen kann. Dazu brauchen wir aber erstmal eine Struktur, die auch ein entsprechendes Wohnungsbörsenangebot hinbekommt mit den Rahmenbedingungen. Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung überhaupt. Also insofern macht ein Modellprojekt für bezirksweiten Wohnungstausch an der Stelle, glaube ich, nicht so viel Sinn. Richtig ist aber die Idee dahinter, dass es eben auch wohnortnahe Lösungen geben muss. Und das kriege ich eben über einen Wohnungstausch in der Regel nicht hin, sondern müsste da eben eine anonymere Möglichkeit finden, um dort eine Wohnungsvermittlung bei solchen Überlegungen hinzubekommen. Und Friedrichshain-Kreuzberg ist jetzt, glaube ich, tatsächlich auch nicht das beste Beispiel an der Stelle, weil es da ja auch relativ wenig frei werdende Wohnungen gibt. Und die Wohnraumversorgung ist eigentlich schon grundsätzlich damit beauftragt, sich darum zu kümmern. Wir gehen mal davon aus, dass bei der Schärfung des Auftrags der Wohnraumversorgung dieses Thema, was sich ja auch mehr auf
mittleren Themen konzentrieren sollen, dieses Thema dann auch verstärkt angegangen wird und dass wir dann zügig auch im Laufe des nächsten Jahres dann zu einer Lösung kommen können. Vielen Dank. Dann gibt es jetzt mehrere Wortmeldungen. Zunächst hatte sich Herr Dr. Nass gemeldet. Und dann Frau Schönberg. Frau Vorsitzende, Herr Senator, grundsätzlich unterstütze ich und auch wir als CDU-Fraktion jede Maßnahme, um die, also effektive Maßnahmen, um die Mieterinnen und Mieter dieser Stadt zu unterstützen. Frau Schmidberger hat es ganz vorsichtig formuliert. Sie hat gesagt, das ist kein Allheilmittel. Ich glaube, das ist überhaupt kein effektives Instrument, um das Problem zu lösen. Ich finde es in Ordnung, wenn wir bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen ein Wohnungsportal oder eine Tauschbörse oder eine Wohnungsbörse haben, wo sich die Einzelnen sagen können, die Wohnung habe ich vielleicht im selben Quartier und ich habe mich jetzt verkleinert, ich würde gerne in eine etwas kleinere Wohnung umziehen. Ich finde es aber mehr als bedenklich, dass man hier auch, dass man hier den privaten Wohnungsmarkt, private Wohnungsvermieter verpflichten will und auch gesetzliche Maßnahmen ergreifen will. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Bundesgesetz. Auch wenn wir als Land uns vieles wünschen, haben wir, glaube ich, nicht die Kompetenz, ein Bundesgesetz zu ändern. Außerdem, glaube ich, haben wir die Privatautonomie und das ist auch verfassungsrechtlich geschützt, dass der Einzelne selber entscheiden kann, mit wem er Verträge abschließt. Von daher greifen wir stark in diese Privatautonomie ein, wenn wir die Vorstellung haben, naja, ich habe hier eine Tausch, du musst jetzt, wenn eine andere Wohnung frei wird, du musst den Tausch zulassen. Ich glaube, das geht so nicht. Also das ist dieser Antrag, der wird uns nicht weiterbringen, der ist mehr als bedenklich und ich glaube, da brauchen wir auch kein juristisches Gutachten, um das zu prüfen. Und das hat auch, finde ich, der Senator zu Recht mitgeteilt. Vielen Dank. Dann ist als nächstes Herr Schenker dran. Wunderbar. Ja, das ist ja immer schwer auszuhalten, teilweise die Beiträge hier im Ausschuss, aber okay. Also erstmal vielen Dank an die Grünen-Fraktion für die vielen Dank an die Grünen-Fraktion für den Antrag. Wir finden tatsächlich auch das Thema Wohnungstausch verdient nochmal eine besondere Aufmerksamkeit. Wir sind auch selber nochmal dabei, als Linksfraktion hier einen Antrag vorzubereiten, werden Ihnen den zu Beginn des nächsten Jahres auch nochmal vorlegen, weil ich glaube, das kann man einfach nochmal sagen. Im Gegensatz zu manch anderen Fraktionen hier im Hause sind wir eben der Auffassung, dass wir alle Instrumente nutzen müssen, die am Ende dafür sorgen, dass wir die Berlinerinnen und Berliner in unserer Stadt mit den angemessenen und bezahlbaren Wohnraum versorgen, auf die sie nun mal einen Anspruch haben. Dazu gehört der Wohnungsneubau, aber dazu gehört eben auch ganz insbesondere, sich den Wohnungsbestand nochmal besser anzugucken und zu gucken, welche Wohnraumpotenziale da tatsächlich einfach im Bestand nochmal aktiviert werden können. Und dann ist es natürlich völlig übersichtlich festzustellen, dass der Wohnungstausch bei den landeseigenen Wohnunternehmen bisher noch nicht besonders gut funktioniert. Und dann ist doch aber die Frage, die wir uns stellen müssen, darauf habe ich nun leider auch vom Senator keine Antwort gehört, was sind denn, welche Probleme werden denn ausgemacht und wie versucht man denn diese Probleme vielleicht nochmal anzugehen? Also es ist ja erstmal nur eine Feststellung, dass sehr wenig Haushalte mit großen Wohnungen ihre Wohnungen anbieten. Wenn ich mir das vorstelle, das ist natürlich immer so ein bisschen auch in unserer Vorstellung, ob es am Ende tatsächlich so viele ältere Haushalte gibt, ältere Personen gibt, die alleine in großen Wohnungen wohnen, muss man auch noch mal ein Fragezeichen anmachen, ist jetzt immer eine Vermutung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die nicht ohne weiteres, wenn sie 40 Jahre in einer Wohnung gewohnt haben, ohne Unterstützung in eine andere Wohnung ziehen. Selbstverständlich. Selbstverständlich muss man den anbieten, Umzugskosten übernehmen, Renovierungskosten übernehmen und dann eben auch den Einzug in eine andere Wohnung wirklich attraktiv machen. Aber ich möchte noch mal sagen, wir gehen bei in der Wohnungsbauförderung von einer Fördersumme von bis zu 300.000 Euro pro Wohnung aus. Wenn wir am Ende das schaffen, hier vielleicht durch einen Tausch und eine bessere Ausnutzung des Bestandes am Ende eine Wohnung nicht bauen zu müssen, und das könnte ja das Ziel sein, dann sparen wir am Ende wirklich richtig Geld. Und deswegen glaube ich, muss das gerade bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen wirklich nochmal eine andere Dynamik entwickeln. Warum nicht zum Beispiel macht man das so wie bei der Bremer Höhe?
Da ist es so, dass die nicht nur die Wohnungs-, nicht nur die Mieten in den einzelnen, wäre übrigens auch nett, wenn der Senat auch mal zuhören würde. Das ist nämlich so, dass die Mieten in den einzelnen Wohnungen nicht nur gleich bleiben, sondern die Leute nehmen ihre individuelle Quadratmetermiete mit. Das heißt also, wenn ich aus einer großen Wohnung in eine kleine Wohnung umziehe, ist das jetzt faktisch so, dass die gar keine Mietersparnis haben. Das heißt, sie zahlen genau gleich viel Miete, verkleinern sich aber um 30, 40 Quadratmeter. Natürlich macht das keiner. Warum sollte man auch? Wenn man aber in eine kleine Wohnung zieht und tatsächlich am Ende des Monats mehr raus hat und dann auch noch bei den Energiekosten spart, dann ist das tatsächlich ein Anreiz, den man setzen muss. Und dann ist es aus meiner Sicht auch in Ordnung, wenn eine Familie in eine große Wohnung einzieht und dann eben entsprechend auch etwas mehr zahlt als da eine Person, die vielleicht 30 oder 40 Jahre einen entsprechenden Mietvertrag hatte. Ja, und dann möchte ich gerne die CDU-Fraktion nochmal darüber aufklären, dass es sehr wohl überhaupt gar kein Problem ist und mit dem BGB ganz selbstverständlich vereinbar ist, dass ein Wohnungstausch gesetzlich festgelegt wird. Das gab es nämlich in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, bis Ende der 1960er Jahre im Bundesmietengesetz. Da gab es einen Wohnungstausch, ein Recht auf Wohnungstausch, und der konnte nur dann abgelehnt werden, wenn wirklich schwerwiegende Gründe dagegen gesprochen haben. Und genauso gibt es bis heute in Österreich und Schweden ein solches Recht. Und selbstverständlich, es gibt wahnsinnig viele kommerzielle Plattformen, wo Mieter und Mieter bei privaten Wohnungsunternehmen ihre Wohnungen anbieten. Und in aller Regel scheitert es immer daran, dass Vermieter aus völlig fadenscheinigen Gründen oder einfach nur, weil die keinen Bock darauf haben, am Ende so einen Wohnungstausch verweigern. So, deswegen aus unserer Sicht völlig richtig, dass sich der Senat gegenüber der Bundesregierung dafür einsetzen sollte, dass eben dieser Recht auf Wohnungstausch im Mietrecht verankert wird. Nochmal ein letzter Punkt. Vielleicht müssen wir auch versuchen, nicht immer nur über den Tausch zu sprechen. Was ist denn auch mit solchen Fällen, wo eben gerade eine Person wohnt in einer sehr großen Wohnung alleine. Warum machen wir es nicht dieser Person vielleicht attraktiv, dass sie noch eine zusätzliche Person bei sich mit einziehen lässt? Gerade in Richtung intergenerationales Wohnen. Also eine ältere Person, die vielleicht eine zusätzlich jüngere Person, vielleicht eine zugezogene Studentin, Studenten oder sowas bei sich einziehen lässt, und dann teilen die sich gemeinsam die Wohnung, können sich eben vielleicht auch zusätzlich ein bisschen unterstützen. Gerade für Berlin, Hauptstadt der Einsamkeit, muss man ja, oder der einsamen Menschen sozusagen, nirgendwo wohnen so viele Singles wie in Berlin, vielleicht nochmal eine ganz gute Maßnahme. Und auch das, ehrlicherweise, nichts völlig Neues. Das war in den 70er, 80er Jahren in West-Berlin total verbreitet, dass mehr Generationen auch mal zusammen gewohnt haben in diesen riesigen Altbauwohnungen. Also ich glaube, da ist noch total viel Potenzial drin bei diesem Thema, und der Senat hat jetzt hier zu allem immer nur gesagt, was nicht geht, aber ehrlicherweise auch überhaupt nicht mal eine Idee gehabt, wie man eben die Sachen, die noch nicht gehen, an welcher Stelle man da ansetzen kann, um die vielleicht auch zum Gelingen zu bringen. Vielen Dank, und ich möchte auch noch mal bitten, die vielen Randgespräche sein zu lassen, weil das sehr störend ist. Vielen Dank, dann ist Frau Eiden jetzt dran. Ja, vielen Dank erst einmal. Also es wurde jetzt vieles ausgeführt, vielleicht noch mal für die SPD-Fraktion. Es ist tatsächlich wichtig, dieses Instrument zu optimieren, und Herr Gebler hat es ja auch ausgeführt, dass wir auch natürlich an Punkten arbeiten, wo man dann nochmal Einreize schafft, und damit man diesen Wohnungstausch ermöglicht. Wir wissen aber auch, dass es tatsächlich Probleme in der Praxis gibt. Und die Frage ist, wie man das verbessert. Ein Punkt wurde hier auch nochmal von Herrn Gebler ausgeführt. Meistens ist es ja schwierig, weil viele ja auch in ihrem Umfeld wohnen bleiben wollen. Und deshalb ist es ja wichtig, dass gerade Private dabei bleiben. Weil alleine mit den Landeseigenen werden wir das Umfeldproblem nicht lösen. Daran hapert es ja auch. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass Private mitmachen. Der zweite Punkt ist mit dem Modellprojekt Friedrichshain-Kreuzberg. Ich glaube, ich denke, das ist auch nicht optimal, weil gerade Ältere ja auch in Wohnungen einziehen wollen, die barrierefrei sind. Und ich glaube, Friedrichshain-Kreuzberg ist jetzt nicht der Spitzenreiter wegen dem Altbau, der ja da mehr im Vordergrund steht. Insofern finde ich Friedrichshain-Kreuzberg auch nicht als Modellprojekt richtig. Aber dass wir an diesem Instrument weiterarbeiten und optimieren, das würde ich jetzt für die SPD-Fraktion schon mitteilen wollen. Dann hat sich als nächstes Herr Latsch gemeldet, und danach kommt Frau Schmidberger dran, und dann würde ich dem Senat Gelegenheit zur Antwort geben. Danke, Frau Vorsitzende.
Ja, Herr Dr. Nass, im Angesicht der Masse an enteignungsgleichen Eingriffen, die wir hier in Berlin erleben, im Bereich Wohnraum, ist es schon ziemlich optimistisch, noch von Autonomie des Vermieters zu sprechen. An die beantragende Fraktion gerichtet. Also sie schaffen zunächst Krisen durch Nichtbauen und durch immer höher geschraubte Sanierungsmaßnahmen. Und als Lösung bieten sie anschließend den Sozialismus an. Der Sozialismus greift immer auf die Kasse anderer zurück. Aber die anderen, die da einzahlen müssen, sind unter Umständen genau diejenigen, die den Wohnraum in Anspruch nehmen wollen. Das heißt, sie zahlen erst in ihre Haushaltskasse ein. Und anschließend bekommen sie das über ihre Miete, aber dann mit dem Stempel Grüne oder Linke oder sowas versehen, wieder zurückgezahlt. Funktioniert aus unserer Sicht überhaupt nicht. Das ist übrigens das Konzept, was wir schon mal in der letzten Legislatur besprochen haben, der interventionistischen Linken, die ja vom Verfassungsschutz beobachtet wird, erst den Mietermarkt stören, anschließend sagen, die bösen Vermieter waren schuld und dann sozialistische Konzepte einführen, wie man das Problem wieder löst. Bisher gibt es kaum Erfolg bei diesem Wohnungstausch. Also die Landeseigenen haben es ja schon durchexistiert. Wir sehen, dass es nicht möglich ist, ältere Menschen aus ihrem Umfeld herauszunehmen, oder die wollen nicht herausgenommen werden, weil da wohnen sie schon länger und da wollen sie auch den Rest ihres Lebens meistens verbringen. Und deswegen sind sie nicht bereit, umzuziehen in Wohnungen, die für sie geeignet sind, die dann auch entsprechende barrierefrei sind und so weiter. Das ist ja selbst bei barrierefreien Wohnungen so, dass die nicht angenommen werden und keine Mieter finden. Also jedenfalls nicht die Mieter, die dafür gesucht werden. Wir bauen davon immer mehr, aber am Ende müssten wir alle barrierefrei machen, damit wirklich der Anwendungsfall eintritt, den wir uns erhoffen. Wie soll das auch unter dem Aspekt der Leistbarkeit, des Leistbarkeitsversprechens funktionieren? Da ist die alte Oma, die jetzt für 27% ihrer Miete ihre Großwohnung mietet, und dann zieht da ein junges Paar mit zwei Kindern ein und das bekommt dann praktisch die gleiche Miete, weil die soll ja gleich bleiben. Die hat natürlich nur eine kleine Rente und zahlt eine entsprechend kleine Miete. Und der nächste Haken an der Sache ist folgender: Wer von der großen Wohnung in die kleine zieht, der soll eine kleinere Miete bezahlen dann, weil der kriegt die dann ermäßigt. Aber wenn von der kleinen Wohnung in die große zieht, der soll natürlich auch nicht mehr bezahlen als vorher. Also effektiv reden wir hier von einer Mietsenkung im Gesamtpaket, ja. Was wir unterstützen würden, ist sowas wie eine Wohnungsbörse, wo natürlich eine Beratungsunterstützung stattfindet, wo also alle Maßnahmen, die der Einzelne braucht, in einer breit angelegten Beratung gefördert wird und wo die Beratung auch in eine Form von Unterstützung, also Behördengänge und so weiter, übergeführt wird. Ich glaube, das wäre vielleicht eher ein Erfolg, um auch Ängste bei einzelnen älteren Mietern oder so weiter zu überwinden, denen bei diesen Gängen durch die Behörden hier in Berlin zu helfen, weil das ist ja auch so eine Geschichte für sich. Und natürlich, Herr Schenker, ist es schwer auszuhalten, die entlarvende Sachkunde, die immer wieder aufzeigt, dass Sie das Konzept der interventionistischen Linken weiterverfolgen, so wie Sie es in der letzten Legislatur ja auch schon getan haben. Da war ja Ihre Abgeordnete Genburg und Ihr ehemaliger Staatssekretär André Holm mit dabei. Danke. Frau Schmidt-Berger. Der Herr Latsch hat heute die Ausländer vergessen, die eigentlich sonst immer an einem schuld sind. Aber egal, lassen Sie uns mal zum Sachthema zurückkommen. Anders als nämlich der Herr Latsch behauptet und vielleicht auch andere hier im Raum, ist es ja gar nicht so, dass die Tauschbörse auf Landesebene so schlechte Ergebnisse hervorbringt. Ich will mal hier an eine Präsentation vom BBU erinnern, vor ein paar Wochen im Deutschen Bundestag im Rechtsausschuss, wo es um das Thema Wohnungstausch ging. Da sieht man ganz klar, dass die erfolgreich abgeschlossenen Tauschmodelle im Jahr 2019 waren es noch 72, übrigens im Jahr 2018 waren es gerade mal 3, weil wir nämlich erst 2015 diese Börse eingeführt haben, das Tauschportal, und es auch peu à peu verbessert wurde. Und wir sind jetzt von den 72 Tauschmodellen in 2019 in 22 schon bei 160 immerhin angekommen. Das ist mehr als eine Verdoppelung. Also von daher würde ich jetzt nicht sagen, natürlich ist es nicht ausreichend und es ist noch keine Zahl, die uns zufriedenstellen kann, aber es ist nicht so, dass das nicht funktioniert, anders als das hier propagiert wird, sollte man sich vielleicht dann doch auch mal mit den Zahlen auseinandersetzen, auch wenn es schwer fällt. Dass das Angebot erweitert werden muss, ich glaube, auch da sind wir uns ja alle einig, um sozusagen mehr Tauschmodelle zustande zu bringen. Deswegen ja auch unser
unser Plädoyer dafür, dass man das auch auf den privaten Wohnungsmarkt ausweitet. Ich glaube aber nicht, dass jetzt zu sagen, wir machen mal ein bisschen Neubau und dann warten wir ab und dann läuft das schon mit dem Tausch, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Das heißt nicht, dass das nicht auch trotzdem ein wichtiges Element ist. Natürlich brauchen wir den Neubau. Natürlich ist es klar, dass wenn die Gruppe an, oder die Anzahl an Wohnraum sich erhöht, auch insgesamt natürlich sich die Möglichkeiten erhöhen. Aber das hat der Kollege Schenker auch schon wunderbar ausgeführt. Im Grunde brauchen die Leute, die von der größeren in eine kleinere Wohnung ziehen, und das sind in der Regel eben die Älteren, die alleine leben, die brauchen wirklich eine echte spürbare Ersparnis im Geldbeutel. Dann ziehen die auch um. Warum sollten sie es vorher tun, wenn man vielleicht auch seinen Kiez verlassen muss oder seinen Stadtteil? Das ist übrigens auch nochmal ein Punkt. Also wir haben, wenn ich mit einzelnen Mieterinnen und Mietern spreche, die sich an mich wenden, weil eben ihr Wohnungstauschantrag abgelehnt wurde von der Landeseigenen, dann liegt es eben oft daran, dass zum Beispiel sie nicht in einem Haus tauschen dürfen. Das hatte ich schon öfter. Oder dass ihnen untersagt wird, es gab jetzt auch schon ein paar Mal den Fall, dass ein privater Vermieter sogar tauschen würde mit einem anderen Haushalt, also dem Tauschgeschäft zugestimmt hätte, die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, die dabei war, allerdings nicht. Also von daher sollte man vielleicht auch noch mal ganz genau hingucken, an welcher Stelle es wann wie genau scheitert. Und ich glaube, am allerwichtigsten ist natürlich, dass wenn die Leute von einer größeren in eine kleinere Wohnung ziehen, auch der niedrigere Quadratmeterpreis zählen muss. Wir wissen eben auch, dass oft in den kleineren Wohnungen, dass das die teureren Wohnungen sind vom Quadratmeterpreis her, eben auch, weil die Fluktuation da größer ist. Und last but not least, vielleicht wäre es, das hätte ich nochmal in den Antrag schreiben sollen, das gebe ich zu, haben wir an der Stelle vernachlässigt, aber ich höre von immer mehr Genossenschaften auch, dass sie Wohnungstausch bevorzugen und da mitmachen und dass es bei denen sehr, sehr gut klappt. Ich glaube schon, dass Potsdam, Freiburg, Münster, Köln und andere Städte durchaus zeigen, dass das ein Modell ist, das sich lohnt, weiter zu verfolgen. Und von daher finde ich es sehr schade, wenn die Koalition unseren Antrag ablehnt. Aber ich bin dann ja mal gespannt, wenn ich der SPD Glauben schenken mag, wird dann ja nächstes Jahr ein anderer Vorstoß zum Thema Wohnungstausch kommen. Da freue ich mich schon sehr drauf. So, dann haben wir alle Wortmeldungen abgearbeitet. Es sei denn, es gibt noch weitere. Wenn nicht, dann würde ich jetzt abschließend dem Senat das Wort geben. Ja, vielen Dank. Ich höre hier durchaus aufmerksam zu, versuche aber parallel schon mal zu klären, wie zu bestimmten Fragen dann auch Antworten aussehen. Und vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt, aber ich meine, dass ich genau das, Herr Schenker, was Sie hier eingefordert haben, alles gesagt habe zu den einzelnen Punkten. Will ich jetzt auch nicht nochmal alles wiederholen, aber wir haben zum einen das Problem Angebot an großen Wohnungen, zum anderen die Vergaberegeln, zum dritten die örtliche Zuordnung. Über das Thema Umzugshilfen und Renovierungskosten reden wir mit den landeseigenen Gesellschaften, das ist aus meiner Sicht auch ein wichtiges Element. Und Genossenschaften und deren Verfahren als Beispiel heranzuziehen für die allgemeine Vermietungspraxis funktioniert so nicht, weil ich natürlich innerhalb der Genossenschaft sowieso schon ein anderes Vertragsverhältnis habe und deshalb auch ganz anders damit umgehen kann. Das Thema Untervermietung, es kann jeder seine Wohnung untervermieten, hat sogar einen Anspruch darauf, wenn jetzt nicht bestimmte Gründe dagegen sprechen. Insofern auch da ist jetzt, können wir gerne noch mal bekannter machen, aber dass es BGB bisher gibt und das ist ja nun schon in den 20er Jahren mit möblierten Herren und so weiter immer Thema gewesen. Mein Eindruck ist, dass es jetzt auch nicht überbordend viele ältere Leute gibt, die sagen, wir holen uns jetzt irgendjemanden hier rein, den wir vielleicht gar nicht kennen, weil wie gesagt, das Instrument besteht und kann auch jederzeit genutzt werden. Da bedarf es jetzt weder einen staatlichen Eingriff noch irgendwelchen Änderungen. Das Problem an dem Antrag der Grünen ist ja, ich habe das verstanden, Frau Schmidberger, dass Sie sagen, Sie wollen, dass der Wohnungstausch, der ja, sagen wir mal, langsam anläuft und sich steigert, dass das unterstützt wird. Das machen wir auch. Wir glauben nur, dass die Maßnahmen, die Sie hier dargelegt haben, jetzt nicht unbedingt diejenigen sind, die da an erster Stelle stehen, beziehungsweise die wirklich was nützen. Insofern können Sie aber versichert sein, wir sind an dem Thema dran, zusammen mit den landeseigenen Gesellschaften und auch mit den anderen Beteiligten, die ja auch schon genannt wurden. Und ich hoffe, dass wir, wenn auch die WVB ihre Arbeitsaufträge zügig umsetzt, dass wir dann auch im nächsten Jahr da nochmal einen deutlichen Drive reinbekommen.
So, wenn jetzt keine weiteren Wortmeldungen dazu sind, dann würden wir jetzt über den Antrag abstimmen und die Aussprache beenden. Wir stimmen jetzt ab über den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen 19.11.11. Wer stimmt für diesen Antrag? Das sind die Grünen-Fraktion und die Linksfraktion. Wer stimmt gegen diesen Antrag? Das sind alle übrigen Fraktionen. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Es ergeht eine entsprechende Beschlussempfehlung an das Plenum. Und wir kommen jetzt zum Punkt 7 der Tagesordnung. Das ist der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke 190964. Mieten sozial gestalten, Bundesratsinitiative zur Begrenzung des Anstiegs von Indexmieten starten. Auch zu diesem Punkt ist weiterhin Herr Dr. Lang an unserer Seite. Vielen Dank dafür. Der mitberatende Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten, Medien und der Ausschuss für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Geschäftsordnung, Verbraucherschutz haben bisher keine Stellungnahme dazu abgegeben. Aber weil die 6-Monats-Frist des 32.2 Geschäftsordnung abgelaufen ist, kann unser Ausschuss heute trotzdem eine Beschlussempfehlung auch ohne die Stellungnahme der mitberatenden Ausschüsse abgeben. Damit kommen wir jetzt zu der Möglichkeit, den Antrag zu begründen. Wer möchte den Antrag begründen? Frau Schmidt-Berger, bitte. Ich mache es auch ganz kurz, weil ich glaube, alle wissen, um was es geht, dass wir im Grunde in Deutschland, aber auch gerade in Berlin eine Tendenz haben, dass aufgrund der hohen Inflationsrate immer mehr neu... Können Sie vielleicht zum Telefonieren rausgehen? Das wäre super nett. Sorry, ich fange nochmal von vorne an. Die hohe Inflation, ne, die ja jetzt im Oktober immerhin noch bei 3,8% lag, im September bei 4,5%. Und wir wissen ja nicht, wie es sich weiterentwickelt, sorgt dafür, dass wir extrem hohe Mieterhöhungen haben. Wir haben auch einen Trend, dass im Jahr 2022 laut Deutschem Mieterbund, der das anhand seiner Fälle geschätzt hat, ungefähr 30% der neuen Verträge Indexmieten vereinbart wurden. In Berlin soll die Zahl noch deutlich höher sein. Und wir sind der Meinung, dass Indexmieten oder diese Tendenz, diese Entwicklung besorgniserregend ist, weil sie im Grunde ja auch die Regelung des Mietspiegels aushebt und auch für eine insgesamte Mieterhöhung in der ganzen Stadt sorgt. Und deswegen sind wir der Meinung, braucht es zumindest eine Kappungsgrenze bei der Frage, welche Mieterhöhung ist fair im Sinne der Mieterin wie Vermieterin. Und wir sind auch der Meinung, dass es eigentlich ein Verbot von Neuvertragsabschlüssen mit Indexmieten braucht, weil wir eben der Meinung sind, langfristig geht damit der Mietspiegel kaputt. Vielen Dank. Bevor wir in die Aussprache kommen, hat als erstes der Senat die Gelegenheit zur Stellungnahme. Ja, vielen Dank. Der Bundesrat hat ja am 16. Dezember 2022 eine Entschließung für bezahlbare Mieten auch bei hoher Inflation, Ermöglichung von Mietspiegelanpassung anhand des Mietpreisindex und Anpassung von Indexmieten gefasst. Da war Berlin ja auch mit dran beteiligt. Und da hat in der Entschließung steht auch der Satz drin vor dem Hintergrund der aktuell extremen Preisentwicklung, vor allem im Bereich der Energiekosten, hält der Bundesrat auch eine Anpassung im Bereich der Indexmietverträge für geboten. Was der Bundesrat allerdings auch gemacht hat, er hat einen Hamburger Gesetzesantrag zur Änderung des BGB, den Berlin ja auch mit unterstützt hat und der ziemlich wortgleich mit dem ist, was hier vorgelegt wird, hat die Nichteinbringung beschlossen. Ob man jetzt nicht mal ein Jahr später das Gleiche nochmal einbringt, halten wir nicht für besonders zielführend, weil es die Meinung innerhalb der Ländergruppe auch nach den Sondierungen, die man ja regelmäßig macht, da an der Stelle nicht geändert hat. Insofern ist das sozusagen jetzt nochmal ziemlich wortgleich, nur mit einer anderen Prozentzahl einzubringen, aus unserer Sicht nicht zielführend. Wir werden uns sicherlich am Rande der Bauministerkonferenz auch nochmal sondieren, was ist denn für die anderen Länder, insbesondere für die B-Länder, wo ja bisher auch einige Grüne mitregieren, für die B-Länder auch vorstellbar an der Stelle an Möglichkeiten. Aber jedenfalls, dieser Antrag ist aus unserer Sicht von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und insofern glauben wir, dass es nicht viel Sinn macht, den nochmal einzubringen, dass wir grundsätzlich Wege finden müssen, wie das nicht über Indexmiete die Gesetzgebung, die Mieterschutz realisieren soll, ausgehebelt wird. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
So, dann kommen wir jetzt zur Aussprache. Da hatte sich als erstes Frau Eiden gemeldet. Ja, also wir als SPD wollen natürlich auch Indexmieten auf jeden Fall begrenzen. Und ich meine, auf Bundesebene gibt es ja auch dazu bereits Ansätze. Und wir hoffen ja, dass hier auch auf Bundesebene selbst vorankommen. Aber auch wir als SPD-Fraktion hier in Berlin wollen Indexmieten begrenzen. Ich finde nur, dass der Ansatz mit der Kappungsgrenze nicht der richtige ist. Ich verfolge da einen anderen Ansatz, nämlich eine Begrenzung über Netto-Kaltmieten-Index einzubringen. Weil bei der aktuellen Inflation eine Kappungsgrenze im Grunde gar nicht angreifen würde. Das ist der Hintergrund, wo ich denke, dass ein anderer Ansatz besser wäre. Und insofern würde ich diesen Antrag auch ablehnen, oder wir würden den ablehnen. Und zum Zweiten hat es ja auch schon Herr Gebler ausgeführt, ne, es gab bereits eine ähnliche Initiative. Insofern würde eine ähnliche Initiative auch gar nichts bringen. Es wäre sicher besser, wenn wir als Berlin eine andere Initiative einbringen und dann mit dem Netto-Kaltmieten-Index das probieren. Dann hat sich Herr Dr. Nass gemeldet. Ich will das auch ganz kurz machen. Den Antrag in der Form werden wir auch ablehnen. Wenn ich mir den Antrag ansehe, wird ja ein Unterschied gemacht, Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete generell und dann dort, wo die ausreichende Versorgung nicht gewährleistet ist. Also in Berlin will man 6% haben. Da frage ich mich, warum man, wenn man an eine Kappungsgrenze denkt, nicht an die übliche, an die vorhandene Kappungsgrenze von 15% das anpasst. Aber ich schließe mich der Kollegin von Frau Eiden, das haben wir auch im Koalitionsvertrag, dass an eine Kappungsgrenze gedacht wird und das wird diskutiert, da kommt auch demnächst ein Antrag. Was wir überhaupt nicht befürworten können, ist das Verbot von Neuvertragsabschlüssen mit Indexmieten. Das heißt, wir sollen den Vermietern, die das gerne haben wollen, auch wenn das wenn es nicht die Mehrheit ist, wenn wenige jetzt diesen Vertrag abschließen wollen, warum wir jetzt denen das verbieten sollen. Aber ich finde, dass man den Antrag in der Form nicht vertreten kann, auch aus dem Grund, dass es schon mal auf Bundesratsinitiative, dass man da 3,5% waren es, glaube ich, nicht befürwortet hat. Aber wenn dann sollte man das angleichen an die vorhandenen Regelungen und nicht bei dieser Zahl von 6%. Danke. Dann hat sich Herr Schenker gemeldet. Ja, ich glaube, es ist jetzt heute das dritte Thema, wo wir hier feststellen müssen, dass die Bundesregierung mietenpolitisch ein absoluter Totalausfall ist. Also wir können uns ja hier gerne alles Mögliche wünschen, aber auch wenn Sie da vielleicht teilweise näher dran sein mögen, meine Hoffnung darin, dass irgendwas Positives von dieser Bundesregierung noch zu erwarten ist bei dem Thema, liegt bei null. Aber trotzdem wichtig, glaube ich, diesen Antrag hier nochmal zu stellen, weil man darf ja auch nicht aufgeben. Und gleichzeitig ist ja hier noch ein zweiter Aspekt in diesem Antrag drin. Der Senat gibt sich jetzt schon so ein Bündnis Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen. Da ist doch gerade die Frage des Abschlusses sozusagen von Mietverträgen, neuen Mietverträgen mit Indexmieten ein ganz entscheidendes Thema. Also der Mieterverein hat doch geschätzt, dass im letzten Jahr, ich glaube, knapp jeder zweite neue Mietvertrag von privaten Wohnungsunternehmen eben mit so einem solchen Indexmietvertrag abgeschlossen wurde. Das ist dramatisch und wenn diese Inflation so weitergeht, dann bedeutet das für Mieterinnen und Mieter wirklich einfach hier nochmal ganz besonders dolle Mieterhöhungen. Also es ist ja nicht überraschend, dass die Mieten innerhalb von einem Jahr in Berlin um knapp 20% nochmal angezogen haben. Und es ist mir ehrlicherweise auch ziemlich piepegal, ob irgendein Vermieter sagt, na, ich möchte aber gerne so einen Mietvertrag mit Index mieten. Wenn das hier so ein absoluter Verdrängungsmotor für Mieterinnen und Mieter ist, dann würde ich mir wünschen, dass ein Senat und eine Koalition hier in Berlin dann eben auch entsprechend den Willen noch mal deutlich vorträgt, hier dem einen Riegel vorzuschieben. Hier geht es wirklich um absolut leistungslose Gewinne, wenn einfach nur, weil die Inflation jetzt so wahnsinnig steigt, dann das alles auf die Miete umgelegt werden kann. Natürlich, bei einer Inflation steigen auch Bewirtschaftungskosten, die kann man nicht aber 1:1 auf die Miete umlegen, nur ein ganz geringer Teil von dem, was am Ende
die Miete ausmacht, sind Bewirtschaftungskosten, wo vielleicht auch ein inflationsabhängiger Anteil daran ist. Deswegen ist es einfach ein absolut unfaires System und deswegen sollten diese Indexmieten, so wie es die jetzt gibt, weg. Schade, dass der Senat hier so einen relativ wenig ausgeprägten Willen zeigt, sich dem Thema anzunähern. Wie gesagt, mindestens in diesem Wohnungsbündnis wäre das nochmal eine wichtige Gelegenheit, das Thema einfach auch zu setzen und hier nochmal zu gucken, wie weit man hier mit den entsprechenden Partnerinnen und Partnern an dieser Stelle auch kommt. So, Frau Schmidt-Berger hat sich gemeldet. Da kann ich ganz gut anknüpfen und ich sag mal so, es ist ja schon mal positiv, dass die Koalition im Grunde den Antrag ja eher aus formalen oder aus, wie soll ich sagen, vielleicht vom Timing her ablehnt und nicht inhaltlich an sich. Will aber auch nochmal sagen, also es wäre ja schon wichtig, das Thema, wenn man das am Laufen halten will, vielleicht auch mal eine größere Datengrundlage auch dafür zu bekommen. Gibt es da irgendwie seitens des Senats auch einen Austausch zum Beispiel mit dem Berliner Mieterverein oder anderen, die jetzt gerade von solchen Neuvertragsmieten erfahren? Oder gibt es da vielleicht auch eine gemeinsame Absprache? Ich verstehe das ja, dass man sagt, eine gescheiterte Bundesratsinitiative darf so nicht mehr eingebracht oder sollte so nicht mehr eingebracht werden. Ich sehe aber schon, dass das Problem ja in Städten wie Berlin extrem virulent ist und deswegen würde ich mir eigentlich schon wünschen, dass man an dem Thema dranbleibt. Also ich habe jetzt gerade gehört, es soll auch ein Antrag der Koalition kommen. Habe ich das richtig verstanden, ja? Dann hat der Senat noch mal die Möglichkeit. Herr Latsch hat sich noch gemeldet, dann ist Herr Latsch jetzt dran. Ja, danke, Herr Gebler. Also zunächst meine Bitte an die Vorsitzende, mir ein deutliches Feedback zu geben, ob sie meine Wortmeldung gesehen hat. Weil ich habe das jetzt mehrfach erlebt, dass ich mich jetzt ständig melde und meine Wortmeldungen übersehen werden. Ich kann auch nicht erkennen, ob sie sie gesehen haben oder ob sie sie nicht gesehen haben. Ist etwas kompliziert. Also bitte ein deutliches Zeichen geben in Form von Nicken oder wie auch immer, dass Sie meine Wortmeldung wahrgenommen haben. So, und dann, ich persönlich halte nicht viel von Indexmieten, aber in Deutschland herrschen ja im Mietrecht noch Reste von Vertragsfreiheit. Schon aufgrund der Tatsache, dass es die kaum noch gibt, sollte man wenigstens einige noch offen halten. Und dann hat der Herr Schenker von leistungslosen Gewinnen gesprochen. Der Einzige, der leistungslosen Gewinn in der Inflation macht, das ist die öffentliche Hand. Und sonst niemand. Sie entschuldet sich durch eine Sondersteuer sozusagen beim Bürger und nimmt damit den Vorteil mit. Und genau die öffentliche Hand wollen Sie jetzt an anderer Stelle wieder belohnen, indem Sie sie entlasten durch Kappung der Vertragsfreiheit gegenüber dem Vermieter. Aber grundsätzlich etwas müsste ich an dieser Stelle noch lernen und deswegen meine Frage an den Senat. Es gibt ja schon eine Kappungsgrenze von 15%. Inwieweit gilt die auch für diese Vertragsform? Wo? Sie kriegen es mit? Okay. Inwieweit gilt das gilt das auch hier für den Indexmietvertrag, diese Kappungsgrenze von 15%, oder kann diese 15% auch überschossen werden durch den Indexmietvertrag? Danke. So, bevor ich Ihnen das Wort gebe, gehe ich jetzt noch einmal darauf ein. Es ist so, dass dankenswerterweise das Ausschusssekretariat mich hier bei der Entgegennahme der Wortmeldung unterstützt. Wir machen das hier gemeinsam und in dem vorherigen Fall war es so, dass ich Sie gesehen hatte, aber das Ausschusssekretariat das noch nicht aufgeschrieben hat. Das haben wir dann nachgeholt und jetzt eben gerade habe ich Sie einmal nicht gesehen. Da hat mir aber im selben Moment, wie Herr Gebler Ihren Namen aussprach, das Sekretariat gesagt, dass Sie sich gemeldet haben. Hier geht alles nach Recht und Ordnung zu. Da müssen sich keine Sorgen machen, aber ich kann jetzt auch explizit jedes Mal einmal nicken, damit Sie sehen, dass ich Sie wahrnehme. Bei dem vorherigen Mal, wo ich mitbekommen habe, dass Sie sich geärgert haben, war es so, dass Frau Schmidt-Becker und Herr Schenker sich in der Fragerunde davor gemeldet haben. Deswegen habe ich die zuerst drangenommen und danach erst Sie, weil Sie sich erst danach gemeldet haben. Das zur Klarstellung. Ansonsten gebe ich jetzt dem Senat zur Beantwortung der letzten Fragen das Wort. Ja, vielen Dank. Ich will jetzt auch gar nicht mehr so viel dazu sagen. Das Thema ist ja tatsächlich schon intensiver erörtert worden. Es ist tatsächlich so, dass für diese Indexmieten nach unserer Einschätzung, und sonst gäbe es ja den Antrag hier auch nicht, eben diese Kappungsgrenze nicht gilt. Wir haben ja den Punkt, dass die Indexmieten ein, sagen wir mal, neueres Phänomen sind, was sich im BGB, im Mietrecht nicht so intensiv niedergeschlagen hat bei den Mieterschutzregelungen. Und dass das eben auch entsprechend auch aus unserer Sicht nachgearbeitet werden müsste. Dazu gibt es offensichtlich im Moment im zuständigen Ministerium wenig
Bereitschaft. Insofern muss man natürlich sehen, wie man politischen Druck aufrechterhält, aber politischen Druck dadurch aufrechtzuerhalten, dass man eine Bundesratsinitiative einbringt, die schon mal abgelehnt worden ist, wofür es aktuell auch keine Mehrheit gibt, ist nicht so ein zielführendes Vorgehen, sondern das könnte eher kontraproduktiv sein, weil dann die Bundesebene sagt, dann seht ihr nicht mal, der Bundesrat ist der Meinung, dass wir das ändern sollen. Insofern glaube ich, sind wir da schon besser beraten, wenn wir da andere Wege gehen. Und zur Frage der Anzahl, es gibt keine Statistiken, weil wir keinen Zugriff auf die Mietverträge haben. Insofern können wir das tatsächlich, gibt es sicherlich Schätzungen, die auch vom Mietervereinen und Ähnliches, da sind wir auch, wir sind ja regelmäßig mit dem Mietervereinen in Gesprächen, da gehören auch solche Themen dazu, aber es gibt sozusagen wenig Möglichkeiten, also eigentlich keine Möglichkeiten, jetzt eine valide Statistik aufzustellen. Gut, vielen Dank. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Dann schließen wir den mit der Abstimmung ab, diesen Tagesordnungspunkt. Wir stimmen jetzt über den Antrag 190964 ab. Wer möchte diesem Antrag zustimmen? Das ist die Grünen-Fraktion und die Linksfraktion. Wer stimmt dagegen? Das sind die übrigen Fraktionen von CDU, SPD und AfD-Fraktion. Damit ist dieser Antrag abgelehnt und es geht eine entsprechende Beschlussempfehlung an das Plenum. Wir kommen jetzt zum allerletzten Tagesordnungspunkt, Punkt 8, der sich Verschiedenes nennt. Die nächste 28. Sitzung findet am Montag, den 4. Dezember 2023 um 9.30 Uhr statt. Das ist dann auch die letzte Sitzung in diesem Jahr. Und ich bitte jetzt die Sprecherinnen und Sprecher noch zur Vorbereitung der kommenden Tagesordnung sitzen zu bleiben. Gibt es ansonsten Anmerkung? Wenn das nicht der Fall ist, dann danke ich Ihnen vielmals für Ihre Anwesenheit, auch der Senatsverwaltung. Und ich bitte, den Livestream zu beenden. Die Sitzung ist damit geschlossen.